Das Erste. Zu Gast bei Radio 1. Formel 1. Die allererste Formel-1-Sendung war im deutschen Fernsehen im April 1983 zu sehen. Das haben sicherlich viele von Ihnen gewusst. Die Hörerin Jana war am schnellsten. Herzlichen Glückwunsch, sie hat die CD und DVD-Box gewonnen, die wir von euch allen vier noch unterschreiben lassen. Juhu. Und sie hat gesagt, sie guckt immer noch um 14 Uhr ins Fernsehen und da kommt keine Formel 1 mehr. Ja, da solltest du vielleicht mal mit den neuen Folgen über einen anderen Sendeplatz. Also 20 nach 7 Samstagabend RTL Nitro, das müsste vielleicht mal nochmal publiziert werden, damit auch Jana hieß sie, ne? Das ja. Weiß, vielleicht guckt sie dann ja dazu. Ja, aber herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird sie es wissen, sie hört ja aufmerksam zu. Ja, dem schließe ich mich an. Werbung. So, heute ist ja alles ein bisschen anders als sonst und wir haben ja nacheinander alle vier Moderatoren der tollen Musiksendung Formel 1 aus den 80er Jahren bei uns zu Gast. Meine Stunde mit Peter Illmann ist verflogen wie nix. Also noch das hat ganz. Wirklich wir haben Spaß noch gemacht. Wenige Minuten haben wir noch. Ja, das ist schön. Und wir haben natürlich auch noch einen tollen Song rausgesucht, Blue Monday, New Order. Schaffen wir eh nicht mehr, den ganz auszuspielen. Da können wir auch gleich noch ein bisschen kurz mal quatschen. Ich hätte so gern von dir gehört. Hast du eine Erklärung dafür, warum die Musik aus der Zeit heutzutage noch so unglaublich beliebt ist? Also ich glaube nicht, dass sie unbedingt besser war, aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass viele Leute sich an die Zeit so gerne erinnern, nicht nur wegen der Musik, sondern weil in den 80ern das Leben einfacher und durchschaubarer war. Also das ist tatsächlich, hört sich jetzt blöd an, aber wenn man heute überlegt, heute weiß doch kein Mensch mehr, wo ist gut, wo ist böse. Damals war es so, da gab es die bösen Russen und da gab es die guten Amerikaner. Und die und böse Atomrakete. Genau. Und ja. Heute weiß keiner mehr, allein jetzt im Nahostkonflikt, wer, wie, was genau, warum will. Und das ist alles viel komplizierter geworden. Ich glaube, Leute sehen sich ein bisschen zurück nach Einfachheit. Und das ist auch der Drang in die 80er Jahre zurück. Wunderbar, ja. Wenn man das mal so ganz kurz, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen, aber das haben wir ja nicht, die Zeit. Okay, aber wir haben noch ein bisschen Zeit für Blue Monday von New Order, Song, den du sehr gerne magst, ganz ja, gut findest. Ja, den gibt es ja in ungefähr 10 verschiedenen Versionen, immer wieder gleich und immer wieder erfolgreich. Das ist erstaunlich, aber immer noch gut, weil da gibt es ja auch diverse Mixe und finde ich gut. Ich weiß nicht, welchen Mix ihr jetzt habt. Den Original. Ah, den Original. Ja, ja, das war den Originalen und ganz, nein, ganz, das war gut. Bitte. Gut. Nein, also das kann toll. Ich so als ist super. Clubhüpfer nicht unterschreiben. Aber gut. Ist super, Silke. Ich könnte hüpfen dazu jetzt schon wieder. Ist auch gut. So, in der nächsten Stunde ist Ingolf Lück dran. Herzlichen Dank für den Moment, Peter Illmann. Es war mir ein sehr Fest. Gefreut, mir auch auf jeden aber Fall. Aber du darfst ja, ne, bis 18 Uhr. Ich bleib auch noch ein bisschen, ja, komm auch noch mal rein. Das finde ich ganz, ganz beruhigend. Das Erste. Zu Gast bei Radio 1. Formel 1. Mit Silke Super und Ingolf Lück. Total untertrieben. Inzwischen sind nämlich alle vier da und das ist so großartig. Ich sag's einfach nochmal in voller Schönheit, weil ich mich so freue. Herzlich willkommen. Stefanie Tücking, diesmal fangen wir mal mit der Dame an. Hallo. Peter Illmann, Ingolf Lück und Kai Böcking. Ja. Habt ihr Spaß an diesem... Ingolf ist endlich da. Ja. Und wir haben genau. Kein Mikro. Doch, wir haben Mikro. Doch, was ja. Lange währt, wird endlich nochmal gut. Nochmal schönen guten Nachmittag. Ja. Jetzt schauen wir, wie Ingolf sich schön die Frisur gerichtet hat. Ja, ja, natürlich. Ich bin ja Fernsehen gewohnt. Das ist ganz normal. Ich mag das aber auch. Es gibt so viele, ja, Menschen, die denken, ach, ist Radio, ich kenne mich einfach mal nicht. Es, ne, ist aber auch so, guck mal, ich habe jetzt hier alle Karten schon gesammelt von den Radio 1 Moderatoren. Karkowski, Silke Super, Thaddäus, Bettina Rust. Verstehst du, all diese gut aussehenden Menschen. Aber eine Karte gibt es nicht. Und zwar der gut aussehendste, beste, attraktive Mann bei Radio 1. Wiebrecht, keine Karten mehr da. Ja, deswegen. Ja, die sind so vergriffen. Eine Rentnerinnengruppe, weißt du, die hat die alle mitgenommen. Ja, ich muss immer rumlaufen in der Straße und die will Sauerbier anbieten, ja, und die von Volker, die werden einfach auch immer eben angefordert. Ne? Ja, 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 wer so kann, ist es. Kann. Hast du ja schon mal schön aufgedeckt. ihr habt auch so ein bisschen, man hat das Gefühl, ihr freut euch total, euch zu treffen. Ne? Ihr seid über all die Jahre, obwohl ihr ja nie gleichzeitig gearbeitet habt mit so Sondersendungsausnahmen, ihr habt euch nie so ganz aus den Augen verloren. Wir sind ja alte Showprofis und tun immer so, als ob. Nein, wir freuen uns wirklich. Es ist wirklich immer wieder schön. Es ist ja auch nicht so oft, dass wir alle vier zusammenkommen und insofern ist es schön. So. Aber wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren mal so ein Fotoshooting gemacht. Das hat ziemlich lange gedauert, weil wir uns 3 Stunden verquatscht haben und dann, ja, die alten Geschichten, ja, erzählt, oh ja, haben. Da, also das passiert halt immer, rein, ja. Ach,
Das ist doch schön zu wissen. Diese Stunde widmet sich der Ingolf-Lück-Phase. Die ging vom Januar 85 bis Dezember 85. Und damit ging einher, dass ein neues Titellied da war. Ich finde ja das wirklich Merkwürdigste, werdet ihr das gelegentlich mal gefragt, dass in der Wahrnehmung meiner Freunde und mir auch dieses Yellow-Stück The Race eigentlich so das Formel-1-Lied ist. Und dabei ist das ja totaler Quatsch, wie wir spätestens heute erfahren. Ja. Ja, aber ja. Es ist das Beste und es wird ja heute noch für die Formel-1-Sendung bei Nitro, bei RTL Nitro verwandt. Hm, okay. Insofern ist es das Geläufigste. Ingolf Lück hatte ein anderes Lied als Titelthema. Echt? Toll. Ja, von Jaap Eggermond, wer auch immer das sein mag. Jaap Eggermond ist ein Holländer. Ah, den du persönlich kennst. Ja, wir hatten ja damals auch eine holländische Dependance. Das heißt also, bei mir war das immer so, ich musste moderieren und wenn ich fertig war, kam der Holländer rein. Ja, das war bei dir auch schon. Wie hieß der noch, Peter? Der hieß, war so blond und hat meine Moderation eine halbe Stunde gemacht. Ich habe 3 Tage Hank van der Maul, so ähnlich. Bei mir war es aber ein Brite. Ja, da und dann kamen natürlich die Polen und alle und so dazu. Ja, ja, also als sich Europa öffnete. Ja. Ja. Okay, da war viel los. Und los ging es in der Zeit mit diesem Song. Rum. Ich glaube, die Hook von dem Lied haben wir alle verstanden. Ne? Formel-1-Thema hieß das Ganze. Ja, das war ja damals auch so. Das heißt also, das Lied lief an und ich habe dann drüber moderiert, die Hitparaden und so. Aber ich habe das jetzt auch, sagen wir mal, seit gefühlten 85 Jahren nicht mehr gehört. Ja, immerhin hat man es überhaupt mal ganz gehört. Das ist ja wirklich, wenn man immer nur so Stücke... Wir hatten das bei dem Gogos-Lied vorhin ja irgendwie, wo ich so gedacht habe, ich wusste überhaupt nicht, dass das Lied noch irgendwelche dramatischen Wendungen nimmt und da Frauen singen. Das hatte man ja ganz anders wahrgenommen. Ja, eben. Ach, es ist mir eine totale Freude. Schön, dass du gut übergekommen bist. Ich finde, es ist so unwahrscheinlich gewesen, dass ihr wirklich alle vier heute live und in Farbe da seid. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das freut. Ja, das ist für uns ja immer so eine kleine Verabredung. Das heißt, wir freuen uns ja immer, wenn wir uns sehen und wenn wir jetzt die Gelegenheit mal haben, hierher zu kommen, weil Radio 1 ist ja eines unserer Lieblingsradiosender auf der ganzen Welt. Das hast du so schön gesagt. Das ist wirklich wahr. Ich bin hier wahnsinnig gerne. Im Januar 85 hast du das Ganze übernommen. Wie bist du dazu gekommen? Also man kannte dich, glaube ich, als einzigen nicht so richtig irgendwie aus dem Radio oder sonst woher. Du hast Schauspielerei gemacht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, ich habe kein Radio gemacht, aber ich bin, genau wie Peter eben sagte, ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also das sind wir wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen. Ich war in Köln an einem Nachwuchstheater, das hieß Sprungbrett-Theater, und habe da Programm gemacht mit meiner Truppe Das Totale Theater, das war ein Rocktheater, Kabarett. Und dann haben die gesagt, ihr macht das gut, haben uns verlängert nochmal 2-3 Monate. Und dann haben die gesagt, die Chefin sagte, du, da ist ein ganz junger, der ist erst 19 und der ist eigentlich ganz lustig und der traut sich aber nicht. Willst du mit dem nicht mal ein Programm machen, dich um den kümmern? Und dann habe ich mich mit dem getroffen und fand den toll. Und dann habe ich mit HP Kerkeling ein Programm zusammen gemacht. Ja. Und okay. dann haben die gesagt, hey, wollt ihr nicht Fernsehen machen? Ne? Nach 2 erfolgreichen Monaten und da haben wir gesagt, nö. Warum? Warum sollen wir den Fernsehen machen? Ist alles schön hier. Ja, ist alles super und wir mit Theater und was weiß ich, Hans-Peter geht noch zur Schule und dann haben wir gesagt, ja, aber ihr könnt doch Fernsehen machen. Wir haben 2 Sendungen. Eine läuft 6-mal im Jahr in der ARD, eine Musiksendung, und die andere läuft jede Woche in einem dritten Programm. Macht das doch. Und dann haben wir uns echt breitschlagen lassen und ich hatte damals 3.800 Mark Schulden, weil ich nur als Student dachte, da komme ich nie wieder von runter. Und dann habe ich diese Verpflichtung eingegangen und jetzt stehe ich da. Ja, jetzt bin ich runter von diesen 3.800 Mark. Endlich, heute. Jetzt Euro. Some things never change. Yes. Im Gegensatz zu Peter hattest du ja das Glück, oder wie ich das nennen soll, du wusstest ja, was auf dich zukommt, die Sendung lief ja dann irgendwie schon. Gab es Dinge, wo du gesagt hast, okay, moderieren tue ich das gerne, aber das und das und das müssen wir ändern?
Nein, also das, ich habe die immer nur so nebenbei geschaut, weil ich habe nie in meinem Leben Hitparadenmusik gehört. Also dann während der Formel 1 Zeit natürlich, aber nicht davor. Mhm. Und ich kannte aber Peter Illmann und ich weiß natürlich genau, das war das. Jeder kannte Peter Illmann, weil jeder kannte diese Sendung. Und als ich dann dahin kam und der neue Moderator war, komme ich zum ersten Mal in dieses Studio und das vergesse ich nie. Die Dekoration steht da und da steht da dieser Peter Illmann, dieser Mensch, den es ja eigentlich gar nicht gibt, der nur im Fernsehen ist. Diese Figur und der moderiert und dann kommt so eine Fanfare und es heißt, okay, ist Schluss, Dankeschön, das war's. Und dann kommt dieser Mann auf mich zu und geht aber nicht durch mich durch, sondern gibt mir die Hand und sagt, hallo Ingolf. Ha! Ja. Der gibt das unfassbar. Ich kann seit heute kann ich das ein bisschen nachfühlen, wie du dich da eventuell gefühlt haben könntest. Ja, nein, also es ist, wenn man das erste Mal so einen Star trifft. Ich glaube, ich hatte vorher Rudolf Schock mal auf einer Wanderung getroffen, aber das lässt sich damit natürlich nicht vergleichen. Ich verstehe die Richtung. Und was dann passierte, erfahren wir nach einem Song. Tears for Fears schaut, ist das was du persönlich magst? Wenn ja, warum? Ich mag alles natürlich, weil ich bin ja Geschichtsklitterer. Das heißt also, alles das, was früher, was ich gehasst habe, liebe ich heute. Und und tanze auch dazu und zwinge meine Frau dazu, in unserem 80er-Jahre-Raum dazu mit mir zu tanzen. Du hast so einen 80er-Jahre-Raum natürlich. Ich habe einen 70er-Jahre-Raum und einen 80er-Jahre-Raum. Den 70er-Jahre-Raum, den würde ich mir sehr gerne mal angucken, wenn ich da in der Ecke bin. Können wir da ins Geschäft kommen? Ja, Dual, 1224, Planspieler, TS4040, Telefunkenanlage und so weiter. Das ist nur das Feinste vom Feinen. Und gelegentlich läuft da vielleicht auch Tears for Fears schaut. Ja. Hier wird mitgesungen im Studio. Dun, 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 dun. Ey, aber 6 Minuten 25, wirklich, das geht nicht. Wenn die alle hier sind, wir müssen reden. Wir müssen dann können reden. Wir auch sehr bitte den spielen. Den oder? Song, den kann ich ja immer noch mal auflegen, wenn ich hier alleine für mich im Studio rumsitze. Aber das, was ihr eben auch schon angedeutet habt, damals hatte man noch Zeit. Ja, man hatte noch Zeit, Songs zu machen. 6:25, das ist natürlich toll. Ja, auch so Songs gibt es heute auch. Ich habe so viele Künstler, die irgendwie so ein Album abliefern, da sind alle Songs irgendwie 7 Minuten lang, wo ich auch denke, huch, die denken auch, wir haben alle ganz, ganz viel Zeit. Haben wir nicht und deswegen müssen wir zu einer weiteren Frage oder so einem Aspekt kommen. Also für mich hat sich das so dargestellt, als wenn der gravierendste Unterschied beim Wechsel Formel 1 wird nicht mehr von Peter Illmann, sondern von dir, Ingolf Lück, moderiert. Das war sketchmäßiger. Das hatte irgendwie hatte das ein bisschen böseres Konzept, finde ich. Ich hatte immer den Eindruck, du hattest mehr das Recht. Peter hat ja gesagt, ihr dürftet eigentlich machen, was ihr wolltet. Vielleicht hast du es dir einfach nur mehr genommen, ein bisschen mehr draufzuhauen und klar zu sagen, dass du gewisse Sachen, die in den Charts waren, auch einfach mal scheiße fandst. Ja, natürlich. Also das, mich hat da niemand irgendwie in einer Form beschnitten oder so. Ich konnte machen, was ich will. Ich habe natürlich dafür auf die Fresse gekriegt. Also vom Produzenten, ja, bis heute sogar, als auch von den Zuschauern. Aber das war einfach eine tolle Möglichkeit. Das heißt, wir haben ja immer, es war eine Hitparade, das heißt, die Neuvorstellung, also die Neuplatzierung in den Top 100, waren immer da und die wurden von uns aufgezeichnet, weil es hatte ja keine Band, hatte ja ein Video damals, das gab es ja noch nicht, die wurden ja alle bei uns gemacht und dann gab es 3-4 Dekorationen, die unterschiedlich da standen und ich war halt dann der da reinkam und habe die Dekoration gesehen und musste mir über Nacht was zu dieser Dekoration, also mit dieser Dekoration überlegen, was natürlich toll ist für jemand wie mich, konnte aber auch so andere Sachen, wenn ich eine Idee hatte, wenn ich sage, ich will morgen eine Küche haben, dann habe ich die Ausstattung abends angerufen um 11 und am nächsten Morgen um 7 stand in der Bavaria in München, da haben wir produziert, stand eine Küche komplett und die Maske hat eine Perücke gehabt und das war wahnsinnig toll. Das war so ein bisschen hippie-mäßige Produktionsangelegenheiten, aber es hat Spaß gemacht. Ich frage mich gerade, in meiner theoretischen Vorstellung habe ich immer gedacht, die Sendung ist sehr zusammengestückelt, weil wahrscheinlich die Künstler gar nicht alle am selben Tag konnten. Ich höre bei dir jetzt so raus, das war doch ein ganz sortierter Drehablauf, oder? Ja, aber das in 3 Tagen. Also am ersten Tag habe ich nur die Hitparaden gemacht und in den nächsten beiden Tagen, da kamen dann die Bands, die aufgezeichnet wurden und ich dann immer schnell rein in die Deko und dann die Deko wieder abgerissen, neu aufgebaut oder sagen wir mal parallel aufgebaut und die neue Band rein. Inwiefern warst du zufrieden damit, wie krass sich dein Leben verändert hat? Peter hat vorhin erzählt, so es war komisch, als ihn die ersten Leute im Bus auf der Straße erkannt haben. Das musst du ja im Prinzip so ein bisschen einkalkuliert haben. War es trotzdem krass für dich? Ja, ich bin deswegen auch angetreten. Deswegen habe ich ja vorher schon die Ochsentour gemacht durch die Clubs da, mit meinem Kabarettprogramm, mit meinem totalen Theatermusikprogramm, dass endlich mal die Leute im Bus sagen, hey, du bist doch Peter Illmann.
Nee, aber es ging tatsächlich von 0 auf 100 und das war schon ganz schön verrückt. Ich kannte ja diese Faszination für diese Formel 1 schon vorher, weil ich hatte Peter gesehen auf einer Veranstaltung in Kiel vor 7000 Kindern, die da standen und einfach nur vor einer Leinwand standen. Und Peter machte Ansagen und die feierten ab. Das war also im Grunde wie heute. Ja. Heute wieder. Ja? Also, dass man nicht vor echte Bands hat, sondern vor Leinwänden oder sagen wir mal Tablets abfeiert und abtanzt. Es war so ein bisschen so. Und da wusste ich schon so ein bisschen, was auf mich zukommt. Aber dass es von 0 auf 100 geht, das muss man selber erleben. Das kann man nicht beschreiben. Wie viele Heiratsanträge hast du bekommen in der Zeit? Heiratsanträge? Ich war doch noch so jung. Ja. Die wollten dich nicht heiraten. Nein, aber ich habe ganz tolle Briefe gekriegt. Zum Beispiel ein Mädchen hat geschrieben, ich finde dich ganz toll. Und zu Weihnachten schenkt mir mein Vater einen Esel und den nenne ich Ingolf. Oh Gott, wie süß. Ja. Hast du das Schicksal von dem anderen Ingolf noch ein bisschen weiterverfolgen können? Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch ist, weil es ist ja schon so lange her. Aber ich hoffe, es ist ihm gut gegangen. Ja, das hoffe ich auch. Und wir hören einen großen Hit aus der Zeit, in der Ingolf Formel 1 moderiert hat, der dann aber jetzt mal was mit Hochzeit zu tun hat. Ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, du hast waschkörbeweise Heiratsanträge bekommen, trotz deines jungen Alters. Billy Idol, White Wedding, Part 1, der hatte viel vor. Dabei hat er im Video so die Faust hochgereckt, wie man das von ihm kannte, die Lippe so ein bisschen nach oben gemacht und von hinten kam so weißer Qualm. Meine Mutter hat damals Formel 1 geschaut und Billy Idol war da am Start und dann hat sie nachher geseufzt und hat zu mir gesagt, so ein schöner junger Mann, wenn der nur nicht immer den Mund so schlimm schief ziehen würde. Der hatte der, ne? Der hatte das, aber das war natürlich auch andererseits auch wieder sein Markenzeichen. Ja, man fand's cool, ich fand's natürlich gerade deswegen total cool. Würdest du lieber eine weitere Billy Idol Geschichte raushauen oder was zu Falco erzählen? Das wäre nämlich das nächste auf der Musik. Beide finde ich toll. Also Billy Idol, ich habe mal Billy Idol parodiert. Mhm. Und dann sollte ich blonde Haare kriegen. Und dann hat die Maskenbildnerin gesagt, wir färben dir die Haare blond. Ja, damit sieht einfach echter aus. Wir machen das jetzt nicht irgendwie so mit so einem Spray oder so. Und dann haben sie mir die Haare blond gefärbt. Und danach habe ich die Ansage gemacht und den Gag gemacht. Und danach sollten wir die Haare wieder zurückfärben. Und das ist aber nicht gelungen, weil nämlich die Rotpigmente als letzte rausgehen aus den Farben. Das weiß jeder Friseur. Und dann hatte ich plötzlich rote Haare und habe dann wirklich ein Vierteljahr mit hasenroten Haaren immer moderiert und musste die Haare dann immer besprühen, ja, mit schwarzem Lack, den ja auch Falco benutzt hat, um seine Haare irgendwie so hinzukriegen. Und Falco, ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihn privat kennenlernen dürfen und er war fantastisch. Er war nicht nur ein großartiger Künstler, die einzige Nummer 1 eines deutschsprachigen Künstlers in Amerika gehabt, sondern er war persönlich und privat war er unfassbar nett. Er war ganz bescheiden und ruhig. Irre, und dass du das hilfsbereit sagst. Und toll. Also es war toll. Schön zu hören. Schwierig ist so das, was viele assoziieren, die sich vorstellen, wie es ist, ihn privat zu treffen. Es ist schön zu hören, dass du sagst, ich weiß, dieses Wort schwierig, der war ganz anders. Das Wort schwierig ist ja so, ich glaube, alle großen Stars müssen irgendwie schwierig sein, ein bisschen, weil sie sich mit dem, was sie machen, mit ihrer Vision durchsetzen müssen. Und da muss man sich gegen Widerstände einfach durchsetzen. Und das war bei Falco auch so. Aber er hat einfach auf viele Dinge auch nicht geachtet. Er hat rechts und links vorbei und der hatte halt eine Vision, der Werner. Können wir als Anmoderation schon genauso stehen lassen, oder? Ist doch gut, oder? Ja, machen wir. Werden wir auch nicht ausspielen können, aber das ist auch so ein bisschen Formel 1-mäßig heute hier. Ja, angespielt. Muss heute mal reichen, in Teilen. Ja. Das Erste. Zu Gast bei Radio 1. Formel 1. Mit Silke Super und Ingolf Lück. Yeah! Ich freue mich. Hätte ich auch nie gedacht, dass das mal so kommt. So als mit Silke Super und Ingolf Lück. Das ist doch toll. Wäre damals ganz schwierig gewesen. Ich war zu jung, die hätten mich gar nichts im Fernsehen machen lassen. Aber wir könnten das vielleicht im Kopf behalten und dran arbeiten. Ja, du warst noch so jung und wir sind so alt. Ja, ja. Nee, so habe ich das nicht gemeint. Nein, ist schon gut. Du
du warst einfach ein erwachsener junger Mann und ich war eben noch nicht so, dass ich in Clubs gedurft hätte. So ganz klein war ich da auch nicht mehr. Ich war aber auch noch klein. Ich war, glaube ich, 23 erst. Guck mal, aber heute bist du als 23... Das verspielt sich. Ja. Heute passt das altersmäßig bei uns besser. Du wärst damals nie mit mir ausgegangen, so mit 16, hättest du gedacht. Nee. Aber heute bist du ja... Nein, natürlich nicht. Aber heute bist du mit 23 ja im Fernsehen schon alt. Und früher war ich, wirklich waren wir die Jüngsten. Und du musstest eigentlich 40 sein, um überhaupt so diesen Respekt zu haben, dass man dir etwas zutraut. Also wir waren schon wirklich die Jungen. Wir waren Joko und Klaas. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das hatte schon ein bisschen was von Anarchie, was du da veranstaltet hast, streckenweise. Ja, ich konnte, wie gesagt, wir konnten machen, was wir wollen. Und meine Freunde, der Regieassistent oder der Beleuchter und so, wir haben das, also diese Sachen zusammen ausgeheckt gelegentlich. Und wenn es dem Team gefallen hat oder die Maske hat sich gefreut oder die Kostümbildnerin hat gesagt, ja, das ist geil, dann war es gut. Dann war es gut. Wie ist es gewesen, wenn du jemanden voll durch den Kakao gezogen hast und irgendwie dem Fernsehpublikum gesagt hast, den Song findest du jetzt mal totalen Dreck und dann war das aber ein sehr erfolgreicher Song und der Künstler vielleicht noch zweimal danach bei dir in der Sendung. Du hast die ja dann gelegentlich auch noch mal getroffen. Du, ich habe ja nie gesagt, das ist Dreck, weil ich bin ja jemand, der sich mit Musik nicht auskennt. Ich habe zwar 8 Jahre Cello gelernt und danach Gitarre, aber ich bin ja eigentlich kein so ein Musik. Du hast schon Platten kaputt gehauen und so Sachen gemacht, ne? Ja, natürlich, aber das ist nicht gerade ein Signal der Wertschätzung. Also so habe ich es damals aufgenommen. Ja, das kann sein, ja. Also aber normalerweise habe ich das ja immer auch sehr vorsichtig gemacht. Ich glaube nur, es ist einmal nur passiert, dass ich was richtig beschissen fand und so. Ich habe das ja nur ein Jahr gemacht, ich habe nur 40 Sendungen gemacht und was ich richtig schlimm fand, war Modern Talking. Darum hören wir die jetzt vermutlich, oder? Damals fand ich die schlimm. Also es war so, die hatten sich platziert und mit You're My Heart, You're My Soul und dann standen die da im Studio, diese beiden Ritter der Ballonseide und das Video wurde gemacht und wir haben gesagt, wie werden wir die schnell wieder los? Und dann haben wir einfach die ins Studio gestellt, haben eine blaue und eine rote Lampe hinter die gestellt und ein bisschen Qualm gemacht. Das sieht man auch, wenn man das Video jetzt bald wieder sieht. Es gibt ja jetzt 30 Jahre Modern Talking, das große Veranstaltung und dann wird man das wieder sehen und dann haben wir gesagt, so, und weg und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich eine Ansage gemacht, ganz schrecklich. Ich habe gesagt, ja, der lag da im Wummel. Einer hat gesagt, you're my heart, you're my soul. Schon war alles fertig. Ja, Text, Komposition, alles. Und hier ist es jetzt. Und dann habe ich dann irgendwie sehr abfällig gemacht. Und das war so erfolgreich. Also die Leute haben mich so sehr gehasst für diese Ansage, dass sie am nächsten Tag alle losgegangen sind, haben die Platte gekauft und nächste Woche war es auf Nummer 1 und dann waren die wieder da. Gut, könnte jetzt ja theoretisch sein, sie sitzen da draußen im Radiogerät und denken, Modern was? Weil was für einen Song kenne ich gar nicht. Wir spielen es kurz nochmal an. Ne? Modern Talking, ja. Wenn es dich überkommt, sing gerne mit. Vor allen Dingen, man sagt ja immer, okay, Modern Talking ist Mist oder so. Das ist, aber das ist mehr als Tonika, Subdominante, Dominante. Das ist in Cis-Moll geschrieben. Rachmaninoff, ja, Opus 3, Cis-Moll. Stones, Gimme Shelter, Cis-Moll. Und Yoma Hart, Yoma Soul. Wir haben so einen Musikprofessor, der abends in meiner Sendung aus dem Reihenpalast. Das ist so. Ja. Das ist in Cis-Moll, so das ist harmonisch echt schwierig. Und jetzt der Gesang. Und der Text, ja, Deep in my heart, fire, burning heart, das erste Mal hart. In dem Titel kommt 13 Mal hart vor und 24 Mal soul. Ja. Hm. Das ist schön. Ich bin da eher so demokratisch unterwegs. Millionen Menschen können nicht irren, aber ich muss nicht dabei sein. Sie singen nicht Fantasy, sondern Fantasy. Fantasy. Ja. So international. Das heißt, der Fan fühlt sich angesprochen. Ah. Jetzt kommt der Refrain. Und jetzt grunzt ein bisschen Dieter Bohlen da hinten mit, der aber in Wirklichkeit Nino De Angelo ja war. Ja, man hat ja später herausgefunden, dass Nino De Angelo das alles gesungen hat, diese Chöre, und nicht der Dieter. Echt jetzt? Ja. Ich finde, man darf da auch nicht reinsprechen. Ich finde, würdest du, sagen wir mal, jetzt bei Stones reinsprechen? Nein. Und ich finde, das hier... Nee, natürlich nicht. ...ist von gleicher Provenienz. Musikalisch, kompositorisch, textlich. Du meinst, wir lassen die Hörer jetzt ein paar Minuten mit der Komposition alleine? Ich bitte drum. Ein paar Sekunden. Ich bitte drum. Wir melden uns gleich zurück. Ja. Wenn wir noch irgendwas schaffen wollen, müssen wir das jetzt trotzdem melden. So schlimm hatte ich es auch nicht in Erinnerung. Ich bin ziemlich froh, dass du das jetzt gesagt hast. Das muss aber eine neue Version sein. Das ist nicht die Urversion, glaube ich. Also das ist wahrscheinlich die Maxi-Version. Aber ich bin ja dann später sogar mit Dieter Bohlen aufgetreten zusammen als Modern Talking bei einem großen Fest und ich bin als Thomas Anders aufgetreten. Es gab mal einen Prozess, die Toten Hosen hatten mal einen Prozess, der wahre Heino hatte mal einen Prozess gegen den echten Heino und das wurde prozessiert und war anhängig in Düsseldorf und da bin ich mit meinem Freund Andreas nach Düsseldorf gefahren, er als Dieter Bohlen und ich als Thomas Anders und dann habe ich Interviews gegeben, also der Presse als Thomas Anders zu diesem Prozess und keiner hat es gemerkt. Ja,
herrlich. Ja. Das sind Geschichten, die du da auspackst. Manometer. Aber gut. Ich mag die heute echt gerne. Also wie gesagt, man sagt ja immer, der Bohlen und so. Aber Dieter Bohlen ist ein großer Komponist. Und Dieter Bohlen ist ein großer Künstler. Und Dieter Bohlen ist ein sehr bescheidener und sehr freundlicher Mensch. Also wirklich, ja, Dieter Bohlen, nicht Mario Barth. Aber danke, dass du das noch kurz nachgeschoben hast. Okay, weiter auf der Liste haben wir Alphaville, Big in Japan. Yes. Das war ja nun mal auch, okay, vorher war Young, war ja auch so ein Welthit. Also das kam ja auch so aus der Provinz. Es ist so lustig, du bist aus Bielefeld, ich bin aus Münster. Ja. So erstmal haben wir jetzt mal spätestens jetzt den Beweis angetreten, Bielefeld gibt's wirklich. Ja, sicher, natürlich. Natürlich, ja. Westfälische Power ja heute. Ja, und dann gab's da diese Band Alphaville, die aus Münster die Welt erobert hat musikalisch. Das war toll mit diesem unfassbar gut aussehenden Sänger, oder? Marian, ja. Der hatte sowas, ganz eigenes als Typ. Aber weißt du, was ich lustig was fand? Was zerbrechlich ist, sowas. Das was du vielleicht nicht weißt, es gab eine Handarbeitszeitschrift, da konnte man sich die Alphaville Pullover, die hatten doch immer so New Wave-mäßige Schwarz-Weiß-Grau, da gab es Strickanleitungen, da konntest du die Original Alphaville Pullover nachstricken in so Frauenstrickzeitschriften. Das fand ich damals sensationell, hab das aber verworfen für mich. Ja, das war toll. Also ich die waren wirklich ganz, ganz, ganz groß und ganz, ganz toll. Aber eben halt aus Münster. Ne? Ja, und das ist gut so. Wir hören da mal rein. Ja. Es ist was Unfassbares passiert. Was denn? Der Sänger von Alphaville war Marian Gold. Ja, der ist am Telefon. Hallo und herzlich willkommen. Hallo ihr beiden. Das ist ja eine ganz große Freude. Ich hoffe, du kannst verschmerzen, dass wir den Song kurz mal geblendet haben, weil den Song kann ich ja jeden Tag auflegen, aber mit dir telefonieren jetzt nicht wirklich. Es ist mir eine große Freude. Willkommen. Ja, danke. Was für Erinnerungen hast du an die Sendung Formel 1, vielleicht speziell auch an Herrn Lück oder vielleicht einen seiner Kollegen? Du hattest so viele Hits mit Alphaville. Ihr wart wahrscheinlich öfter da, ne? Ich habe natürlich nur gute Erinnerungen an die Formel 1, weil wenn man da auftreten durfte, dann hatte man ja Grund, sich zu freuen. Also insofern war es immer sehr toll. Und also ich habe unheimlich viele Erinnerungen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an dieses U-Boot, was da immer draußen irgendwo da im Garten stand. Das war, glaube ich, noch von dieser. Da wurde das Boot ist in der Bavaria gedreht worden, der Petersen-Film. Genau. Und da sind wir in den Drehpausen manchmal rumgeklettert und haben U-Boot-Kommandant gespielt. Das ist doch mal wirklich, während man auf einen Auftritt wartet, das ist doch mal außergewöhnlich. Ja, nicht also schlecht. Ich meine, es war immer so ein bisschen gemütlich da. Also ich kann mich noch an die Garderoben erinnern, die waren in so, glaube ich, in so einem Seitentrakt irgendwo. Und Ingolf nickt. Das hatte immer noch so ein bisschen was Übungsraummäßiges. Ich meine, die Stühle, das war natürlich super professionell alles. Und so, aber diese ganze Anlage von der Bavaria, die war ja schon ziemlich alt. Und man konnte es irgendwie spüren, diese Historie und das alles. Und es war immer ganz schön. Außerdem war man ganz schnell in München. Ja, das stimmt natürlich. Sag mal, ihr seid doch bestimmt in vielen, vielen unterschiedlichen Ländern in Fernsehsendungen gewesen. Ja. War Formel 1 wirklich so state of the art? War das total abgefahren, sowas auf dem Schrottplatz zu machen? Oder könntest du berichten, dass in 28 anderen Ländern auch was ähnlich Schräges als Fernsehdeko unterwegs war? Im UK hatten sie schon irgendwie Sendungen, die also mit der Formel 1 konkurrieren konnten durchaus. Ne? Und Top of the Pops und so weiter, das war schon alles... Klar, aber das war ja so braves Fernsehstudio-mäßig, ne? Mit Publikum und beleuchteter Tanzfläche. Da ging es eigentlich immer sehr lustig zu. Und okay. Also weil eben, man traf sich da gaben sich halt die Künstler irgendwie auch die Klinke in die Hand, irgendwie sagen wir mal die internationale Top 20 oder sowas. Und ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die mit denen mich heute noch einiges verbindet irgendwie, also Spandau Ballet oder nette Jungs, Leute. Ganz also, nette Jungs. Ganz nette Jungs von ABC. Aber die Formel 1 war schon was sehr, sehr Spezielles, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, also nicht zuletzt auch, also das Lob muss ich eigentlich allen drei Moderatoren, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, sagen, also auch wegen der Moderatoren, weil das war irgendwie eine andere Art von Präsentation, irgendwie, wie man Musik präsentierte, als das normalerweise so in Deutschland vorher der Fall war. Ja, okay. Also wahrscheinlich haben die ihr Schärflein dazu beigetragen, dass Alphaville so erfolgreich wurden, wie sie noch sind. Das war eine ganz wichtige Sendung. Ja. Und
wie gesagt, also man konnte sich glücklich schätzen, wenn man da auftreten konnte. Ich kann mich erinnern, all die allererste, unseren allerersten, war das der allererste Formel 1 Auftritt oder war es der zweite? War wahrscheinlich der zweite. Waren so viele. Weil als wir den ersten gemacht haben, da waren wir noch nicht Nummer 1. Aber beim zweiten waren wir dann mit Big in Japan Nummer 1. Es war damals Peter Illmann. Und Big in Japan ist ja so ein Drogensong. Also es geht um Heroin und alles Mögliche. Und ich wollte halt, war damals, also ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Business und wollte irgendwie inhaltlich zu diesem Song jetzt irgendwas sagen. Also nicht nur, dass wir uns freuen, dass wir Nummer 1 sind, sondern ich wollte auch so ein bisschen über das Lied reden und was das so bedeutet und so weiter. Und habe mich also in meiner ganzen Naivität dahingestellt und das dann so lang und breit erzählt. Und nach ungefähr 2 oder 3 Minuten sagte Peter dann, ja super Marian, ganz große Klasse. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Also wir hatten irgendwie so kameramäßig, irgendwie hatten wir ein Problem. Also fing ich wieder von vorne an und da mir nun also diese Professionalität fehlte, das einfach nochmal von vorne so abzuspulen, habe ich natürlich irgendwie ganz schön verhaspelt, habe aber meine Story immer noch irgendwie hingekriegt. Und so als ich so in der Mitte war, da sagte dann Peter, ja, klasse Marian, wirklich super, aber wir haben hier ein technisches Problem, kannst du das bitte nochmal machen? Und ja, dann beim dritten Mal habe ich gesagt, also wir freuen uns unheimlich, dass wir jetzt nochmal haben. Und Peter, ey, das war super, klasse, genau so. Gekauft. Wir haben's. Ja, okay. Ich schätze mal, der hatte den Produzenten im Ohr und der hat gesagt, vermutlich. Was für eine Scheiße, Rede. Aber im Nachhinein bist du froh, dass die dritte Version da gesendet wurde. Ich war froh, dass das hinter mir hatte. Ja. Okay, ansonsten würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, mindestens 30 Jahre Alphaville sind zu feiern. 30 Jahre, ja, wir waren jetzt am 27. September, also ich glaube, vorletzte Woche war das, haben wir unser 30. Jubiläumsjahr mit einem Konzert in Paris gemacht und das war schon irgendwie ein tolles Erlebnis. Wunderbar. Ich wünsche viel Inspiration für die Zukunft. Danke herzlich für deine Zeit und schönes Wochenende noch, Marian ja, Gold. Auch. Und dir auch alles Gute, Ingolf. Gerne, danke. Ja, sehr bezaubernd. Sowieso. Das ist ja echt so ein bisschen Familienzusammenführung hier. Herrlich, herrlich. The Ramones, Howling at the Moon. Yeah. So. Da singen sie die Ramones. Ja, ganz schön langer Song für die, ne? Ich habe also schon überlegt, die haben den zweimal hintereinander gespielt. Die 3:29, da haben die ganze Ramones-Konzerte früher gedauert. Aber ja. Die Ramones waren bei... The Jesus and Mary Chain, die haben ja auch Jesus länger Chain. Als 20 ja. Minuten gespielt. Ja, natürlich. Aber die waren ja, Jesus and Mary Chain haben wir zu Gast gehabt und auch die Ramones, weil es war dann immer so, wir wurden immer belohnt, wir vom Regie-Team und Moderationsteam, wenn wir dann also Künstler machten, die sich platziert hatten, dann durften wir uns was wünschen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen die Ramones haben. Wir haben die dann eingeladen und dann sind die auch gekommen. Und dann haben wir Tommy und Joey und Ramone im Studio gehabt. Das war und toll. In der Redaktion haben die alle gesagt, ey Ramones, Spitzenidee. Nein, die kannten die doch gar nicht. Ja. Die kannten doch nicht The Jesus and Mary Chain oder Ramones oder Sisters of Mercy, The Sisters of Mercy, wie sie da bestehen ja. sie ja drauf. Die kannten die ja gar nicht. Manometer, ich muss aber sagen, dass genau für die Künstler habe ich das mit dem Chartgelumpe in der Sendung so ausgehalten. Ich war ja musikalisch auch viel mehr auf der dunklen Hallo. Seite der Macht unterwegs. Naja, und ich fand das total super, diese Bandbreite. Da hat man... Wie Peter das vorhin gesagt hat, man hat einen Heino mal mitgenommen, weil man wusste, ah ja, Sisters of Mercy kommen auch mal um die Ecke. Ja. Das muss man sich heute überhaupt mal vorstellen, diese Bandbreite. Geht nicht. Ne? Und ja, absolut. So, wir kommen zur zweiten Ausgabe vom Quiz. Deswegen ist Kai Böcking hier im Studio. Juhu! Achso, ich mach dir auch mal das Mikro an. Oh ja, mach doch mal. Das ist besser, redet aber sich besser Ramones mit. Ramones sind doch alle tot schon, oder? Ja, jetzt ist Tommy ist gerade im Juli ich gestorben. Nur mal sagen, der letzte Ramone ist von uns gegangen. Alle an Krebs. Also ist es halt. Ja, vielleicht ist Rockstar-Leben doch nicht so gesund. Außer Didi, ich glaube, der ist an Heroin-Überdosis gestorben. Aber ist halt Rockstar-Leben. Vielleicht sollten wir ganz andere Sachen fragen in unserem Quiz. Tun wir aber nicht, ist jetzt zu kurz vorzubereiten. Vor allem wir beiden Musikexperten jetzt. Wir sind die Musikexperten. Also ihr wisst schon, wer als erstes schreit. Ja. Und der Sekundenhit, kurz was zu hören, was ist es? Dire Straits, Money for Nothing. Richtig, er hat recht. Ingolf ein Halben für ordentlich approved by, aber der Punkt geht an Kai. Okay, wir hören einen Auszug aus einem Songtext übersetzt und wüssten gerne, welches Lied sich dahinter verbirgt. Im Idealfall mit Künstler, aber mal gucken. Und ja, natürlich. Einmal gebissen, zweimal schüchtern. Ich ging auf Distanz, aber konnte dich noch sehen. Sag mir, erinnerst du dich an mich? Es ist ein Jahr her. Bite? Another one bites the dust? Once bitten.
Twice. Once Shy. Bitten. Once Shy. Ja, komm, also den hat wahrscheinlich jeder von euch irgendwann mal in der Sendung Zeit, gehabt. Ingolf, glaube ich. In meiner Zeit? Das war bestimmt in deiner Zeit. Guck mal auf die Playliste. Weiß ich gar nicht. Bestimmt. Soll ich es mal auflösen? Ja. Oh. Ich habe zwischendrin gedacht, Kai weiß es und wollte ihm also den Vortritt lassen, weil das sein Hit war in seiner Zeit. Das hat er schlau gemacht, aber das Tolle ist, okay. Ich habe es bis jetzt noch nicht erkannt. Last Christmas. Ja, genau. Last Christmas, ja, das war mein erstes Lied, das musste ich moderieren noch. War vom Dezember übrig geblieben. Ja. Hast dich gefreut, ne? Ja, ich musste es moderieren im Januar und habe eine ganz schlimme Ansage gemacht. Und ich habe dann gab es dann einen Wham-Club und der hat mir dann geschrieben und so, war ganz schlimm. Aber soll ich dir sagen, dass sogar ich hinterher immer noch jedes Jahr nach Weihnachten das anmoderiert habe? Klar, weil das war immer wieder in den Charts und dann haben wir es wieder gespielt. Ah ja, das ist ja bis heute irgendwie so. Ja, ja. Also man versteht es nicht. Mittlerweile müsste flächendeckend die ganze Bundesrepublik mehrfach mit Tonträgern von diesem Song ausgestattet sein. Ich kann es auch wieder hören. Ich freue mich schon. Ich wundere mich, dass noch nicht gespielt worden. Ich meine, bei Rewe sind schon die Weihnachtsmänner da und es wird noch nicht lastig gespielt. Ja. Okay. Es gibt einen Song rückwärts. Wir hätten gern gewusst, was ist das vorwärts und von wem. Oh, das ist schwierig. Queen? Nee. Ich hätte auf Eros Ramazzotti getippt. Finde ich gut, Eros und Ramazzotti. Damit hast du recht. Wirst du noch einen Song? Aber ich weiß den Titel jetzt nicht. Ja, ist ja auch ein bisschen. Ich meine, sprichst du Italienisch? Nein, nix. Ja, dann ist das auch schwierig. Aber er kommt aus München, ja. Da gehen das die Uhren rückwärts. Ist eigentlich fast schon Italien, meinst du? Warte mal. Sag ich doch. Eros. Ja, und so heißt das auch, wie das, was der Mann gerade gesungen hat. Ja. Sehr schön. Ich glaube, ich habe verloren, oder? Ja, aber da ist ja noch lange nicht alles verloren. Kai hat diese Runde gewonnen, aber da gibt es ja noch Finale. Und ich meine, hey, wir haben doch noch bis 18 Uhr Zeit. Ich darf Peter Illmann mit nach Hause nehmen. Ja, ja. So sieht es wohl aus. Das ist übrigens eine ganz, ganz schöne Idee. Das finde ich voll super. So, dann gehe ich wieder, oder? Ja, sei Zeit. Herzlich bedankt. Wir haben ja noch unsere Stunde. Ja. Ne? Wenn also, du dann noch kannst überhaupt. Ich meine, nach 4 Stunden müsst du durch sein, jetzt schon nach Ingolf. Nein. Ich habe Monate auf diese Sendung trainiert. Ja? Im Normalfall schaffe ich immer nur 2 Stunden, aber da habe ich gedacht, okay, ich muss total... Ich hatte einen Personal Trainer, der mich mental auf auch F4 und so psychische Besonderheiten vorbereitet hat und so. Das erkläre ich euch mal, während hier ein bisschen Werbung läuft. Gut. Werbung. Das Erste. Zu Gast bei Radio 1. Formel 1 mit Silke Super und Stefanie Tücking. Ja, und wie in den vorangegangenen Stunden auch, sind alle 4 Moderatoren. Ich meine, die sind ja alle da. Warum sollen die nicht mal alle Hallo sagen zu Beginn der Stunde? Ja, hi. Hallo nochmal alle. Hallo. Peter sitzt völlig vorm falschen Mikrofon. Warte mal, du müsstest rüberwandern. Nee, es geht. Ich wünsche jetzt nochmal einen schönen guten Nachmittag durch das richtige Mikrofon von Steffi. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Sag mal, wenn einer von euch jede Stunde hier drin sitzt, hört ihr draußen angespannt zu? Oder ja, wir schreiben mit. Ihr schreibt mit. Ja, ach so, abgefragt. Ja, genau. Ingolf macht die Doku. Ja. Ingolf läuft die große Doku. Also ich würde sagen, Stefanie ist raus, die weiß es ja eh. Von wem war das Formel 1 Titellied für die Stefanie Tücking Phase von Formel 1? Ach, die gucken jetzt hier alle auf den Bildschirm, da weiß es jeder. Ja. Aber ihr dürft sagen, blöd. Ach, hier ist ein Bildschirm. Ja. Okay, wir hören es einfach. Es ist von Harald Faltermeier. Formula One heißt es. Das ist ja auch naheliegend, ne? Ja. Der Faltermeier hat fertig. Welche Freude. Auch dir nochmal ein spezielles herzlich willkommen. Wie toll, dass ihr alle da seid. Ja, wir haben auch richtig Spaß da draußen. Ja, Kai hat schon alte Freunde getroffen. Ingolf hat sich zum Billardspielen verabredet. Alles ist gut. Das ist doch super. Ja. Wenn du dich zurückerinnerst, 2 Männer haben so vorgelegt bei Formel 1. War das für dich irgendwie ein Thema? Eher eine Herausforderung, ein Problem? Auch für mich nicht. Egal. Für die Produzenten war das schwierig, weil die gesagt haben, sie brauchen eigentlich einen Kerl. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil jetzt hatten sie so 2 unterschiedliche, wie Peter und wie Ingolf.
Und da war es halt irgendwie ganz schwierig, einen dritten Mann-Typ zu finden. Aber eine Frau wollten sie eigentlich gar nicht so gerne haben, weil sie wussten, dass die Popfans sind meistens Mädchen. Und denen wollte man ja kein Mädchen vor die Nase setzen. Das ist, also diese Überlegung verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ja. Deswegen bin ich auch nie Produzent geworden. Hab alles richtig gemacht. Dabei warst du doch eigentlich die perfekte Wahl. Die Jungs sagen die ganze Zeit hier, auch wenn das Mikrofon aus ist, die Stefanie, die hat am allermeisten Ahnung von Musik von uns Vieren. Ja, deswegen habe ich den Job, glaube ich, auch gekriegt. Also, weil ich halt viel über Musik wusste. Und du warst ja auch schon wirklich bekannt, radiomäßig, und hast rundherum viel mehr. Du machst auch heute noch Radio, ne? Ich mache heute noch Radio, aber das stimmt nicht. Ich war zuerst im Fernsehen und dann im Radio. Ach stimmt, der Weg war anders. Vorher, war völlig genau, ungewöhnlich. Ich habe vorher beim Kabelfernsehen eine Musiksendung gemacht. Richtig, und ich kannte den Sender nämlich nicht. Offensichtlich konnte ich den Deutsche damals nicht Musik gucken. Habe ich übersprungen. Hm. Ja, stimmt. Ich habe das gelesen und habe gedacht, habe ich noch nie von gehört. Ja, aber das war super, um zu üben. Also ich meine, wir sendeten quasi in den luftleeren Raum. Wir konnten unsere 5 Hörer namentlich begrüßen bei jeder Sendung. Pardon. Und da konnte man halt üben, wie das so geht. In eine Kamera gucken und irgendwie nicht rumfuchteln und all solche Sachen. Das habe ich da gelernt. Und dann kam eben das Casting zur Formel 1. Okay. Wir hören mal einen Song von David Bowie, absoluten Beginners. Gibt es irgendwas, was du dazu... Ach, du kannst einfach überlegen. Ich mache den Song an und dann kriegst du mal nach drüber. Ah, ich kann über David Bowie unglaublich viel erzählen. Mein Hund heißt Bowie. Also bitte. Ja, ist so. Dein Formel 1 Hund hieß aber Teasy. Ja, das ist, der liebte ja nicht. Da kommen wir gleich zu. Aber jetzt kann ich mir Bowie ins Bett legen. Im Gegensatz zu Ingolf Lück ist Stefanie Tücking eine stille Genießerin. Du singst nicht so lauthals mit. Du grufst so richtig schön. Ich hatte Angst, du machst das Mikro auf, wenn ich's tue. Ach so, okay, nein. Also das würde ich mir schon vorher angucken, ob das okay mit dir wäre oder nicht. Also bei Ingolf war sehr klar zu sehen, das stört ihn null, wenn er hier im Brunstig mitsingt, wenn man kurz mal das Mikrofon aufzieht. Ja, der ist Kabarettist, ich bitte dich. Den stört gar nichts. Aber wenn du Auto fährst oder irgendwie, was weiß ich, Fenster putzt, bist du so jemand, der da lauthals irgendwo mal singt? Natürlich singe ich lauthals, oder? Ich habe auch eine Band. Gut. Der Herr Bowie war mit diesem Song in deiner Sendungszeit bei Formel 1 an der Spitze der britischen Charts, als Video natürlich auch vertreten. Du bist ein riesen Bowie-Fan. Mhm, ne? Und ich habe ihn nicht kennengelernt. Das ist doch... Ich hatte, als ich anfing bei Formel 1, hatte ich so in meinem Schädel hatte ich meine 3 Superstars. Okay. Die wollte ich kennenlernen. Peter Gabriel, David Bowie und Daryl Hall. Und ich habe original Daryl Hall geschafft. Ja, immerhin. Einer von 3 ist keine schlechte Quote. Ja, ich war auf einer Pressekonferenz von David Bowie. Okay. Und der damalige Produzent von der Formel 1, Herr Thiesmeier, sagt, ja, jetzt gehst du da halt mal hin, nimmst ein Mikrofon mit und dann kannst du ihn ja was fragen. Du kommst ja schließlich von der bekannten Musiksendung und die nehmen dich da schon dran. Und ich stand in dieser Pressekonferenz, du, ehrlich, ich bin gestorben. Ich hätte den Mund nicht aufgekriegt. Ja. Wenn irgendeiner gesagt hätte, jetzt sag doch mal, die Frau Tücking kann jetzt auch mal was fragen, aus. Ja, nichts, kein Ton. Das kann ich aber gut verstehen. Es ist sowieso schwierig, glaube ich, Künstler zu interviewen, wo man als Fan mental sehr nah dran ist, weil man weiß über so Künstler natürlich auch naturgegeben mehr oder andere Dinge oder es interessieren einen auch andere Dinge als bei Leuten, wo man sehr neutral journalistisch rangeht und sagt, aha, ich höre mir mal deren CD überhaupt an. Aber trotzdem, ja, schade, ne? Ja, also, macht aber gar nichts, finde den trotzdem toll. Ja, selbst so eine Schmalznummer wie Absolute Beginners singt er einfach klasse, dem kaufe ich alles ab. Ja, absolut. Sag mal, bei dir waren oft so Leute zu Gast, also bei den anderen vielleicht auch, aber bei dir ist es mir sehr im Gedächtnis geblieben, die gar nichts mit Musik zu tun hatten. Niki Lauda, Michael Douglas, Schimanski. Was haben die dann bitte da, also was war so der Aufhänger? Also bei Niki Lauda, muss ich ehrlich sagen, weiß ich es gar nicht mehr, aber Michael Douglas war da wegen des Films, den er promotet hat. Ach, und dann haben die irgendwann gedacht, diese Sendung ist so wichtig. Nein, wir hatten ja Musik aus dem Film. Da war ja diese Nummer, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Das war die Musik aus dem Film. Der Film wurde promotet, die Jagd nach dem, was weiß nicht, grünen Diamanten-Juwel vom Nil irgendwas. Mhm. Und dann sagte man, das ist doch eine gute Idee, weil der Song ist gerade in die Charts gekommen und den Sänger haben wir nicht gekriegt, ja, dann nehmen wir halt Michael Douglas. Also damals nahm man halt Michael Douglas, ne? Heute wird man ihn nicht kriegen. Aber damals war das cool. Ist das so nett Hängt gewesen, wie das aussieht? Hängt noch bei meinen Eltern in der Küche, das Bild von Michael und mir. Also hast du mal sowas erlebt, dass das on camera, das was wir im Fernsehen gesehen haben, wir Zuschauer damals, dass das total dufte und nett aussah und dass die Kamera ausging und der Künstler war dann gar nicht so nett? Also gibt es solche auch, du musst nicht mal einen Namen nennen oder ist das wirklich aus deiner Erfahrung sehr 1:1, dass man schon sieht, wie nett oder nicht so nett die Leute sind? Doch, ich meine schon, dass man das sieht. Mhm. Also jetzt müsste ich nachdenken, gab bestimmt irgendjemanden, aber wahrscheinlich war das dann eher so persönliche Befindlichkeit, dass ich den dann kacke fand und dann war es dann auch so, verdammt. Du hattest bestimmt auch so, wie Ingolf sagte, ach Gott, ja, dieses Wham und dann das kam immer wieder, hattest du so Dauergäste, die zu deiner Phase, also wir müssen es vielleicht mal aufdröseln, du hast 80 Modern Sendungen Talking. Moderiert, die waren am allermeisten da. Ja. Wir reden von Januar 86 bis Dezember 87, das ist eine relativ lange Zeitspanne, ja. In der waren die, ja, wirklich ständig. Sehr erfolgreich, ne? Ständig. Wie fällt einem da irgendwie, also
be my guest, aber ich meine, wenn ich jetzt jemanden 20 Mal in einem Jahr in der Sendung hätte, dann wird mir irgendwann auch mal schwerfallen, da noch eine spannende Frage mir irgendwie aus der Frisur zu ziehen. Ach gut, es war von Anfang an nicht möglich, da eine spannende Frage zu stellen, weil du bekamst ja nur hohle Antworten. Also ich habe irgendwann mal gefragt, irgendwie so hier mit eurem Erfolg, wie erklärt ihr euch das? Und dann sagst du doch tatsächlich, ich weiß nicht, welcher von beiden das war, ja, er wäre heute Nacht wach geworden und dann sei ihm das viel Schuppen von den Augen gefallen und es seien die Fans. Ach so. Ja, habe ich ja auch gedacht. Ich habe mir dann auch keine Fragen mehr einfallen lassen. Hallo, ihr seid Nummer 1 in Deutschland, hier ist euer Preis, auf Wiedersehen. Ja, ja okay, man muss es nehmen, wie es kommt. Ja. Beastie Boys, waren die von dir speziell gewünscht? Magst du die? Die hast du vorhin sofort geraten im Quiz. Ja, ich mag die, das ist irgendwie so Rotzmäuler, finde ich schön. So ist es und deswegen hören wir den Herrn ein bisschen zu. You gotta fight for your right to party. Kick it. Oh, ich war ein bisschen früh. Ja, Kick it ist ein bisschen. Kick it! Inwiefern, du bist ja jetzt jemand, der musikalisch wirklich so eine Haltung hat und auch so einen Geschmack irgendwie. Hat diese Sendung auf deine, ich sag mal, Plattensammlung zu Hause noch einen nachhaltigen Einfluss gehabt? Oder ist das im Prinzip vorher wie nachher? Du fandst Musik gut, du hast Künstler getroffen und das hat aber eigentlich nichts an dem geändert. Sie sind in 2 Jahren natürlich um einiges größer geworden. Ja. Das ist klar, weil ich da so viel mit Musik zu tun hatte, dass ich natürlich alles zusammengerafft habe, was überhaupt noch rauskam. Also nicht nur die Sachen, die dann in der Sendung waren, sondern auch drumherum. Weil wir hatten ja so Redaktionskonferenzen und ich hatte ja den Anspruch, dass ich dann auch immer mal was vorschlagen möchte. So, habt ihr das schon mal gehört? Und da ist sie sehr groß geworden. Danach wurde es dann wieder ein bisschen kleiner und dann zog es aber Anfang der 90er nochmal richtig an. Mit Grunge und so. Das war ja dann meins. Ja, total. Das kann ich mir vorstellen. Du hast George Michael mal fast eine gesamte Sendung lang interviewt. Wie konnte das passieren? War das der Plan oder ist das einfach passiert? Das ist einfach passiert. Der war total nett und antwortete auch irgendwie auf viele Fragen. Und es hieß ja immer, das ist irgendwie eine Zicke. Man sagte immer, George Michael ist schwierig, wenn der jetzt kommt. Und dann hat er 87 Leute im Tross hinter sich und da kommt man gar nicht an den ran. Und der war aber dann so zugänglich und so lustig auch. Und dann dachte ich, jetzt höre ich einfach mal nicht auf. Man kann ja nie wissen, wann man es gebrauchen kann. Ne? Wie hast du das empfunden mit dem Freiraum in der Sendung? Das war für dich wahrscheinlich nicht anders als für die Jungs. Du konntest im Prinzip tun und lassen, was du wolltest. Ja. Also nicht böse sein gegen die Kirche war, glaube ich, das Einzige, nicht was man so gefallen ist. Nicht böse sein gegen die Kirche und vielleicht auch nicht dreimal hintereinander Arschloch sagen, aber ansonsten ging es im Prinzip, ja. Wie sehr hat sich dein Leben ganz bewusst verändert, dadurch, dass du diese Sendung moderiert hast? War Entschuldige, ich war Mitte 20, ich hatte Geld und wohnte in München in den 80er Jahren. Aha. Was stellst du für Fragen? Also das war alles spitze oder sind die Aspekte davon auch ein bisschen auf den Keks gegangen, zeitweilig? Nee, für mich war das alles großartig. Ich habe das auch nicht so ernst genommen. Also ich war jetzt nicht der Meinung, das wird jetzt mein Beruf. Also ich bleibe jetzt ewig Moderator von irgendwas, sondern ich dachte, das ist doch jetzt mal großartig, oder? Und jetzt los. Ja, jetzt aber gar nichts auslassen. So, du bist geküsst worden von Michael Douglas, wahrscheinlich noch von vielen, vielen mehr. Der nächste Song hier bei mir auf der Liste ist Kiss von Prince. Das ist was du bestimmt auch magst, unterstelle ich dir einfach. Ja, oder? Prince mag ich sehr gerne. Mhm. Richtig gar nicht. Möchtest du das weiter ausführen oder möchtest du einfach Nee, ich mag den die Song Musik wahnsinnig. Ich habe ihn mal gesehen und alle sagten ja immer, der ist wahnsinnig klein. Und dann dachte ich, naja, wie klein wird klein sein? Jetzt bin ich ja auch kein Riese. Sehr klein. Der ist sehr klein. Und der konnte auf Schuhen laufen, auf denen kann ich heute noch nicht laufen. Also mein ganzes Leben lang konnte ich auf solchen Schuhen nicht laufen. Ja, was bleibt ihm über? Und der war nicht zu sehen. Der lief in die Grammy-Verleihung rein, in New York war das damals. 2 riesige Schränke als Bodyguards nebendran, also wirklich so 3 Meter Männer. Und er dazwischen, der konnte denen durch die Beine durchlaufen. Ne? So mini klein. Ja. Unglaublich. Ja, das ist wirklich unfassbar. Also Kylie Minogue ist ja ähnliche. Kommt hin, ja. Ja, ja. Und das ist, wenn wie man Linda da nicht aufpasst. Wie Linda de Mol mal so schön sagte, keine Frau macht dich selbst so dick und ungelenk, wie wenn Kylie Minogue neben dir steht. Und das ist in der Tat wahr. So, wir hören Prince und Kiss. Das Erste. Zu Gast bei Radio 1. Formel 1. Mit Silke Super und Stefanie Tücking. So ist es. Ich könnte mich an den Vorspann gewöhnen. Kannst du ihn noch hören? Ja, klar, logisch. Wie ist es überhaupt? Hast du irgendwann in letzter Zeit mal eine alte Formel 1-Sendung geguckt? Machst du das? Und wie ist das dann? Gar nicht. Nee, aber ich habe sie alle. Mein Vater hat jede einzelne aufgenommen. Sie sind auf großen Video, also so VHS-Kassetten. Ach, herrlich. Und stehen auch sauber beschriftet bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Ja, und die sind auch bestimmt stolz wie Bolle auf dich, ne? Nach wie vor. Ach, inzwischen hält sich's in Grenzen. Ah, okay, gut. Wir haben hier einen schönen Song, der kommt. Das war damals
auch eine ziemliche Revolution. Run DMC, also Hip-Hop E, war ja schon mal so hoch, relativ neu noch, also für den Mainstream. Zusammen mit Aerosmith haben die diese sensationelle Zusammenarbeit Walk This Way gemacht. Gibt es eine besondere Geschichte, die dich mit dem Song verbindet? Mit dem Song eigentlich weniger, aber ich fand es toll, dass plötzlich Aerosmith wieder da waren. Die waren ja ziemlich in der Versenkung verschwunden und dann kamen eben diese Typen mit den offenen Turnschuhen und den riesen Ketten um den Hals. Sagen wir, haben mal so einen Song von euch ein bisschen verändert. Aha. Und ich glaube, das fanden die ganz witzig. Es war ja dann auch wieder der Sprung für Aerosmith in die Charts rein. Ja, aber es zeugt so ein bisschen von Weitsicht, ne? Man muss so als Rocker, ich stelle mir so vor, da hätte es vielleicht auch 3 bis 5 andere Bands gegeben, die das nicht kapiert hätten und eine Riesenchance verpasst hätten. Aerosmith haben es einfach auch gecheckt, ne? Ja, und so klang das Ganze dann. Na, Steven Tyler ist ja kein Dummchen. Das kann man nicht so sagen. Und nett obendrein. Hm. Viel Spaß mit dem Song. Super lustiges Video damals auch, ne? Ja, diese Schuhe. Ja, diese Schuhe. Vergessen diese offenen, riesigen, du dachtest, da kannst du Babys drin baden, ne? Ja, in diesen total. Schuhen. Aber du bist doch auch eigentlich mehr so eine Turnschuhmaus. Also du hattest immer so dieses Sportliche, was ja auch, glaube ich, freizeitmäßig dir sehr, sehr liegt und dich interessiert. Das hast du doch auch sehr in die Sendung eingebracht irgendwie. Ja, ne? Sie haben mich natürlich auch oft verkleidet. Das fand ich aber auch ganz gut, weil wenn ich verkleidet bin, sehe ich ja völlig anders aus. Und deswegen konnte ich mich dann in normaler Klamotte und so, wie ich normalerweise rumlaufe, auch überall bewegen, ohne dass das mich irgendjemand erkannt hätte. Das war natürlich, das war gut. Das war gut. Der Hochzopf, der Lippenstift und solche Augen und hohe Schuhe und enge Klamotten und ja, da kannst du natürlich völlig ungerührt mit offenen Haaren und Brille durch die Gegend laufen in Jeans, ne? Also ich glaube ja im Zweifel, ich will den Jungs da nichts unterstellen, aber bei Jungs, die lassen sich aus meiner Erfahrung deutlich eher reinreden, was man so zu tragen hat, besonders wenn es so um Fernsehauftritte angeht. Hast du selber entscheiden dürfen, was du anziehst? Also ich dürfte zumindest sagen, das ziehe ich auf keinen Fall an, weil okay. Was hätten sie tun sollen? Ja, na absolut. Ich erinnere mich an so eine Sondersendung irgendwie mit Bühnenmoderation. Ich glaube Kai und du und irgendwie, das war irgend so eine Jubiläumsshow. Da hattest du so ein sensationelles weißes Petticoat-Kleid. Ja. Da habe ich so gedacht, oh. Das fiel auf. Das war die teuerste Boutique in München damals. Sweetheart hieß die. Da habe ich mir dieses Ding gekauft. Wow, und es war ein Hammer. Das war echt ein Hammer. Der nächste Song auf der Liste ist Madonna, die ja wahrscheinlich zu den Zeiten, als Formel 1 lief, noch nicht so super Turbo-Megastar war. Ja, aber Peter war. Hat sie in der Sendung gehabt. Ja. Mit du, dem du ersten nicht. Song. Ich nicht, ne. Okay. Hättest du die gerne mal, ich meine, die war nicht auf deinen Top 3, die hast du ja schon ins Rennen geschmissen, aber wäre das eine Künstlerin, wo du heute sagst, schade, hätte ich gerne interviewt oder denkst du so offen? Das ist witzig, das ist eine von den Künstlerinnen, da finde ich die Frau gut, aber ich mag die Musik nicht. Ah. Also Madonna-Songs sind irgendwie nicht meine. Klar, Vogue fand ich dann wieder toll. Also sie hat dann schon einzelne Songs, wo ich sage, okay, das ist dann auch auf meiner Lieblingssongs-CD drauf. Aber im Großen und Ganzen mochte ich die Musik von Madonna nie. Aber sie finde ich klasse. Okay. Sie finde ich richtig spannend, weil ich glaube, die hat sich mit viel Ellbogen durchgesetzt. Die hat eine Vision gehabt, das finde ich das Spannende. Also sie sagt ja von sich selber auch, sie wäre nicht die größte Sängerin der Welt in weiser Selbsterkenntnis, aber die hat offensichtlich eben ganz andere Talente gehabt und genutzt, die es ihr ermöglicht haben, auch mit, sagen wir mal so, okayem Gesang, aber mal richtig ganz nach oben zu kommen. Ja, ne? Das ist vielleicht schon, hat sie sich das bei David Bowie abgeguckt. Ne? Immer wieder was Neues, immer wieder neu erfinden, immer irgendwie eine andere Geschichte drumherum stricken. Im Zweifelsfall stelle ich mich halt nackig auf die Gasse. Du meinst diese Wandlungsfähigkeit? Ja, ja, okay. Ich meine, der Bowie hat das an top zu tollem Gesang natürlich noch rausgehauen. Ja. Bei Madonna war das dann halt, okay, dann müssen wir es darauf ein bisschen fokussieren. Ist Papa Don't Preach ein Song, zu dem du irgendwie einen Bezug hast oder ist der zufällig jetzt hier ausgewählt worden? Der ist zufällig, glaube ich, drin. Ach so, den okay. spielen wir zwar mit der Band, aber in so einer Unplugged-Version. Das ist ja eigentlich ein toller Song. So manchmal nimmst du diese unsäglichen Knoten aus den 80ern und reduzierst sie einfach mal runter auf die Melodie und dann stellst du fest, so blöd ist das gar nicht. Wenn man mal diese Sinti-Drums rausnimmt, na, also könnte ich Phil Collins heute noch den Hals für umdrehen, dass er das erfunden hat, wenn man diese Trommeln da mal rausnimmt. Aber diese Keksdosen-Schlagzeuge, die finde ich viel schlimmer. Furchtbar. Und dann noch so ein Hänge-Keyboard. Ne? Wenn du das alles wegnimmst, sind das plötzlich tolle Songs. Ja. Also die haben einen Inhalt, die haben eine Aussage. Der hier hat richtig viel Inhalt. Ja, der Inhalt, hat viel, ne? Aussage sogar. Ungewollt schwanger, der Freund will sie heiraten, aber Papa ist vermutlich nicht einverstanden und so. Also da geht es richtig um Dinge. Ja. Wenn sie sich nicht mehr daran erinnern können. Die haben eine Situation da, ne? Ja, was ich gar nicht glaube. So klingt der Song zu dieser Geschichte. Papa Don't Preach von Madonna.
Soweit Madonna, Papa Don't Preach. Wir mussten im Studio ein bisschen umbauen, denn unser lustiges Formel-1-Moderatoren testen sich gegenseitig aus im Musikquiz. Das lustige Formel-1-Moderatoren-Team. Ja, da sind wir jetzt beim Spiel um Platz 3 angelangt. Also in den ersten beiden Runden. Naja, das ist die Loser-Runde, ja, genau. Ihr seid so höflich, ihr habt den anderen einfach den Vortritt gelassen. Das kleine Finale. Ja, also das kleine Finale bestreiten Peter Illmann und Ingolf Lück. Das ist mir eine große Freude. Ansonsten sind ja irgendwie die Abläufe total klar. Ihr schreit halt zuerst. Stefanie bleibt natürlich hier. Die kann im Zweifel, wenn ihr gleichzeitig ruft, entscheiden und helfen. Oder wenn wir gar nichts wissen, kann sie es dann sagen. Ja, doch. Ja, dann gewinnt keiner von euch was, wenn sie das alles beantworten kann und ihr nicht. So sieht es dann nämlich mal aus. Okay, ganz Eros, sagt, den Eros Ramazzotti hätte ich auch nicht erraten können. Ne? Ich hätte nicht gewusst, wie der Song heißt. Das finde ich auch sehr schwierig, wenn man gar nicht Italienisch kann. So, wahrscheinlich kommt jetzt nichts Italienisches, aber wer weiß es. Sekundenhit. Natürlich. Billie Jean. Klar. Das hätte ich Ja, du darfst doch gar nicht mitraten. Entschuldigung. War das vielleicht Billie Jean? So. Das wäre Billie Jean, Michael Jackson, würde ich sagen. Ja. Da hast du dich aber weit aus dem Fenster gehängt. Version von Thriller. wem geben wir denn dann Punkt, Stefanie? In der zweiten Nasenphase. Ne, von zweite Nasenphase, genau. Okay. Das hellere Haut. Also Ingolf so einen halben, würde ich sagen, oder? Nein, beide halben. Ich ganz halben. Ja, also Michael Jackson nicht zu erraten, ist ja wirklich nicht zu fassen. Ja, nee, das kann man natürlich nicht, genau. Das kann man nicht machen. Okay. Ich sage jetzt mal nichts mehr. Ja, aber bitte, sonst... Und wenn, dann ganz leise, Steffen. Das sagt er aber auch nur, weil Stefanie neben ihm und nicht neben Ingolf steht. Nicht so schnell unterbrechen. Okay, es wird ein Text vorgelesen, der übersetzt wurde. Was für ein Song, welcher Künstler, ne? Das Telefon klingelt mitten in der Nacht. Mein Vater brüllt, was willst du mit deinem Leben anfangen. Papa, du weißt, du bist immer noch meine Nummer 1. Papa, you're my number one. Nein, was ist es denn? Cindy Lauper, würde ich sagen, ja. Was? Papa, you're my number one? Nein, das ist doch nur aus dem Fließtext. Das ist nicht der Refrain. Ich würde auch sagen, Cindy Lauper. Ja, und welcher Song dann? Das musst du jetzt alleine schaffen. Girls won't have fun. Ja, das war aber herrlich. Wir hören mal, ob das stimmt. Du hast wirklich sofort angefangen, das Wahnsinn. Ich halte mich ja zurück. Ja, Ingolf ist so ein Kopfstimmengott. Das hat Cindy Lauper in Wahrheit gar nicht gesungen. Das war so eine verschollene Aufnahme aus dem Frühwerk von Ingolf Lück. Verwirrend, muss ich sagen. Das war die Zweitverwertung von der Billy Idol Perücke. Auweia. Okay, jetzt kommen die Geschichten raus. Und jetzt kommt ein Song rückwärts. Ja, hört sich so an. Okay, hättest du einen Tipp, was für ein Song, Ingolf? In the Name of Love, vielleicht. Okay, damit ist Peter mal raus. Ingolf darf aber noch mal. Nee, das kann man ja nur raten. Ja, das stimmt. Das ist rückwärts echt schwierig, ne? Okay, aber YouTube. Pride. Nein. Es war der hier. Streets of Women. Aber Ingolf. Kai hat's gewusst. Kai stand gerade in der Studiotür und hat's gewusst. Aber der darf ja gleich nochmal im Finale. Ich darf kurz zusammenfassen, es war sehr knapp. Ingolf hat das Ganze für sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Peter vierte. Ja, aber das ist doch alles so Schall und Rauchmäßig auch, oder? Ja, es gibt Schlimmeres, aber schön ist es nicht. Peter, ich teile, wenn ich die Isetta kriege, teile ich sie mit dir. Gut, okay. Wenn Sie was gewinnen wollen, wir hätten noch einmal ein schönes Set mit der Dreifach-CD, niegelnagelneu, gestern erst rausgekommen von Formel 1 und der ebenso neuen Mehrfach-DVD-Box. Dann rufen Sie an unter der 0331 70 99 111. Die Frage ist, ich habe es zwischendrin schon mal kurz erwähnt, vielleicht wissen Sie es aber auch so, wie hieß denn der kleine Zeichentrickhund, der bei Formel 1 dann auftauchte, als Stefanie Tücking das Moderationsmikrofon übernahm? Wenn Sie es wissen, könnte die Box Ihnen gehören. Ich löse es aber auf nach The Human League und Being Bold. Okay, ready. Let's do it. Song, den Stefanie Tücking sehr mag. Ja. Das finde ich super, ich nämlich auch. Das ist lustig. Da gab es auch diese schöne Geschichte, Phil Oakey. Mhm. Der hatte doch absichtlich so eine Frisur, die auf der einen Seite ganz kurz und auf der anderen sehr lang war. Und dann hat uns eine damals sehr auflagenstarke Jugendzeitung als Endverbraucher verraten wollen, das wäre aufgrund eines Streits mit dem Friseur entstanden. Da hätte er wutentbrannt den Salon da kann man einem ja auch alles erzählen. Und ich weiß noch, wir haben es damals, glaube ich, zumindest mal in Erwägung gezogen. Sie haben alle gute und schlechte Seiten. Ich habe Brian Ferry mal interviewt, der mit einer brennenden Zigarette in der Hand nur von rechts
gesehen werden wollte. Wieso? Der sagte, wir saßen da auf dem Sofa, Kameras wurden eingerichtet, dann sagte er gleich, ich habe ihn aber nur von der rechten Seite. Ich sage, wieso nur von der rechten Seite? Ja, ist die bessere. Und dann setzte er sich hier mit seiner Tolle rechts, Kippe, ein bisschen Wasser, so Rauch und ließ sich nur von rechts filmen. Ah. Er sah natürlich auch blendend aus von rechts. Naja gut, wenn man das viele Jahre macht, hat man wahrscheinlich so eine Schokoladenseite. Aber hast du Künstler so generell als zickig erlebt oder waren die meisten bei euch doch wirklich sehr geländegängig, sage ich mal? Ach, es gab solche und solche. Es gab natürlich welche, die sehr, drauf bedacht waren, dass die richtige Seite und der richtige Umgebung, verstehst du, und drei Maskenbildner und das musste alles stimmen. Und andere mussten wir suchen. Also Supertramp hatten wir in der Sendung auch, so eine riesen Lieblingsband von mir, und die fanden wir gar nicht. Irgendeiner sagte, ja, aber die Autos stehen da, die von der Plattenfirma springen hier rum. Die Band muss da sein. Und dann, ja, Supertramp, da saßen die bei den Beleuchtern, die hatten so einen kleinen Kapuff, saßen die auf Bierkisten und soffen da irgendwie bayerisches Bier mit denen. Also, da waren Supertramp, ja. Ja. Wahnsinn. Manche sind einfach auch ganz anders, als man sich das vorstellt. Ne? Du darfst es übrigens selber auflösen. Unsere Frage für die Hörer, für das tolle Set. Ihr habt übrigens alle unterschrieben auf den CDs und auf den DVD-Boxen, was ich auch sensationell finde. Der Gewinner heißt Michael, denn er wusste, wie der Hund hieß, der als Zeichentrick-Maskottchen in deiner Staffel auftauchte. Das war Teasy. Aha. Wie ist der zu seinem Namen gekommen, der Teasy? Habe ich ihm gegeben. Unser Produzent hieß damals Andreas Thiesmeier, so heißt er immer noch, ist aber nicht mehr unser Produzent. Mhm. Und den nannten wir immer Teasy. Ja. Und dann sage ich, ja, Teasy ist doch gut. Und dann sagte man, ja, aber nicht so, wie der Thiesmeier sie schreibt, sondern dann nehmen wir die englische Form von to tease, ne? Also jemanden ärgern. Deswegen findet man im Netz so viele mögliche Variationen, warum der Teasy hieß. Jetzt haben wir es aus erster Hand erfahren. Sehr gut. Wegen Thiesmeier. Du bist ein begnadeter Hundebenenner. Ich finde das so sensationell, dass dein Hund Bowie heißt. Das ist so geil. Das ist auch, verstehst du stehst auf dem Weinberg und sagst, Bowie, komm hierher. Und dann kommt er. Ich weiß nicht, ob ich das Mikrofon zu schnell zugezogen habe. Du hast vorhin kurz gesagt, und das ist so toll, ich habe jetzt immer Bowie im Bett. Ich kann mir Bowie ins Bett legen. Ja, wer kann das schon von sich sagen? Ja. Ich müsste da vielleicht auch nochmal haustechnisch ein bisschen überlegen. Also der Hund. Ja. Ja, gut, das kann man ja aber auch heutzutage kurzfristig ändern. Ne? Also ja, aber manche Männer zicken das auch rum. Ah, okay. Wenn man sagt, du bist ein toller Typ, aber blond wärst du mir lieber, sag das mal zu einem Mann, das kommt nicht gut an. Nee, das kommt überhaupt nicht gut an, das stimmt schon. Die Bangles, Walk Like an Egyptian, Susanna Hoffs, die so süß gelispelt hat immer beim Singen, die fand ich ja auch total sweet. Ich glaube, die hatten Schwerstress in der Band. Oh, die okay. habe ich ein paar Mal erlebt, die waren sich überhaupt nicht grün. Ich glaube, da wollte jede die Schönste sein und es waren auch zwei wirklich wahnsinnig schöne Frauen und die anderen beiden waren eher so, naja, im zweiten Glied. Ne? Also sie waren nicht ganz so hübsch. Hm. Ich möchte das jetzt mal ein bisschen PC ausdrücken. Ja. Und die hatten schwer Stimmung untereinander. Leider. Auweia, auweia, auweia. Wir hören mal kurz rein. Ich habe mich nämlich zeitlich ein bisschen verausgabt. Wir wollten noch was anderes kurz anspielen. Hier sind mal kurz die Bangles. Das Erste. Zu Gast bei Radio 1. Formel 1. Formel 1. Mit Silke Super und Kai Böcking. Aber natürlich sind alle vier wieder hier im Studio. Natürlich. Ich finde das sehr brav von euch, dass ihr noch ein bisschen bleibt. Ja, aber gerne. Wirklich. Ja? Totale Steher. Soll ich nochmal einen schönen guten Nachmittag wünschen? Ja, ja, das kannst du sehr gerne tun, und Peter. Und du solltest nochmal sagen, wann die Sendung bei RTL Nitro läuft. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt heute. Nächsten Samstag 19:20 Uhr. Das sollte jeder gucken. Ja, da sind wir auch wieder mit dabei. Ja. Peter hätte da noch eine Frage bezüglich des Käsekuchens draußen. Es gibt Käsekuchen? Ja, es gab, theoretisch gibt es Käsekuchen. Sieht jetzt eher aus wie ein Verkehrsunfall, okay. Weil die Platte ein bisschen unglücklich stand. Was wäre die Frage dazu? Wo es den gibt? Ja, also teilweise auf dem Teppich und teilweise wie ein Verkehrsunfall. Er hat die Form geändert, so ein bisschen, muss man dazu sagen. Okay, und was wäre die Frage? ob du ein Stück willst. Habt ihr noch irgendwo welchen? Ja, das wäre auch mein Text. Ich wusste es gar nicht so. Es gibt also Käsekuchen. Es gab Käsekuchen. Ja, ich finde das überhaupt erstmal so ein, es wird hier gebacken für unsere Studiogäste. Ja, ich bin komplett fassungslos, nahezu sprachlos, aber dazu darf es ja nicht kommen. Ich freue mich so. Ich finde vor allen Dingen so echt super, dass ihr die 4 Stunden hier ausharrt, obwohl ihr ja immer nur so ohne, ein Stündchen ohne was plus zu dann, was zu trinken. Ohne was zu essen. Ja, genau. Ohne Käsekuchen. Der Wahnsinn. Es ist mir nach wie vor ein Fest. Und wie jede Stunde fängt auch diese mit der Titelmelodie der in dem Fall 4. Episode, wenn man so will, der großen Geschichte von Formel 1 an, als Kai Böcking übernahm. Januar 88 haben wir inzwischen gedacht. Er hat moderiert bis Dezember 1990 und bei ihm ging es los mit dem Song hier.
da, glaube ich, ist nicht das erste Mal, dass wir den Song hören. Dürfen wir ausnahmsweise mal blenden, ne? Herzlich willkommen, Kai Böcking. Dankeschön, ja. Juhu. Freu mich. Last but definitely not least, könnte man sagen, du bist der Steher unter den Formel-1-Moderatoren. Also Peter, 67 Sendung, Ingolf 40, Stefanie 80, du 120. Mhm. Ja, liegt einfach daran, dass ich als Einziger dann 3 Jahre machen durfte und die letzten 3 waren es dann leider. Ja, könnte man sagen, MTV wurde zu einem Problem oder hat es deiner Meinung nach andere Gründe? Nee, definitiv. Also MTV und dann hinterher auch die ersten Versuche von Viva haben uns dann wirklich gekillt, weil wir waren die einzige Sendung auch zu meiner Zeit noch, die Videos gezeigt hat. Ja, und dann kam MTV, die haben das 24 Stunden gemacht und damit war natürlich irgendwie die Zeit der Formel 1 auch abgelaufen und es gab dann eben noch so ein paar Rettungsversuche, indem man daraus so eine Reisesendung gemacht hat im letzten Jahr. Was du bist für mich richtig umgekommen, ja, ne? Absolut. Ja, das war seitdem mache ich eigentlich wahnsinnig viel mit Reisen und mache auch so eine Reisekolumne. Das hat damals angefangen. Die haben mich einfach in den Flieger gesetzt und haben gesagt, du flieg jetzt mal um die Welt. Wir schicken dir immer ein Kamerateam hinterher und dann haben wir 40 Sendungen aus dem Ausland gemacht. Nicht so schlecht eigentlich, ne? Oder hast du gedacht, auch so ein bisschen schön im Schrottplatzambiente rumstehen, wäre aber auch schön. Ich war ja schon nicht mehr Schrottplatz. Bei mir war die Formel 1, es gab ja mehrere Neuerungen. Wir sind vom 3. ins 1. gekommen auf den Samstagnachmittag. Es gab die neue Musik von Yellow und man ist ganz weggegangen von dieser Schrottgeschichte, sondern wir hatten verschiedene Dekos dann in jeder Sendung. Aber es war eben ganz weit weg von diesen Anfängen der Formel 1. Wie sind die auf dich als Moderator gekommen damals? Das ist die vierte Geschichte, die jetzt kommt. Wie alle anderen auch schon gesagt haben, es ist ein Zufall gewesen natürlich am Ende des Tages. Ich habe beim Radio gearbeitet in München, beim Privatsender und wir haben, mein Chef war Walter Freiwald, hinterher Preis ist heiß, Ansage. Und der sagte irgendwann, Mensch, da ist ein Casting für die Formel 1, geh da mal hin, die finden niemand als Nachfolger von Stefanie. Das ist doch unvorstellbar es ist wirklich, oder? Und es ist wirklich auch wahr, also es waren auch wirklich durchaus bekannte Namen dabei. Also ich war nicht der Einzige, der da unterwegs war in München in der Zeit. Sandra Maischberger war zum Beispiel auch beim Casting und Fred Kogel war beim Casting. Also es wurden viele Leute angefragt zumindest. Ob sie es dann hinterher gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber es waren wahnsinnig viele, diese ganzen jungen Leute, die anfingen Radio zu machen in München in der Zeit, waren dann da. Und ich glaube, ich habe den Job nur bekommen, weil ich ihn nicht wollte. Ich wollte Radio machen, ich wollte als Journalist weiterarbeiten und habe dann, glaube ich, komplett ausgeblendet, dass da eine Kamera steht und das war es am Ende. Und es gibt ja diesen legendären Spruch von Andreas Thiesmeier, dem Produzenten, der ja auch schon ein paar Mal hier genannt wurde, der rief mich an und sagte, also du hast den Job, du bist der Einäugige unter den Blinden, aber wir haben keinen besseren gefunden als dich. Und dann hatte ich den Job, das ist wirklich wahr. Du hast dich aber trotzdem gefreut. Also die Begründung war ein bisschen kryptisch, aber... Ja, die war eigentlich relativ klar und der meinte das auch so und das war ja auch so. Ich war ein absoluter Newcomer, was das anbetraf. Ich hatte gerade, glaube ich, ein halbes Jahr vorher angefangen zu moderieren im Radio und das war eine totale Überraschung. Vor allen Dingen, ich habe das gar nicht geglaubt, weil ich natürlich meine Vorgänge alle immer gesehen habe. Also ich war wirklich der mit Formel 1 groß geworden ist, mit Peter. Wir haben da irgendwie in Gruppen geguckt abends Und dann Ingolf großartig und dann Stefanie und dann auf einmal zu wissen, ups, du bist der Nächste, das war krass. Ja, und in der ersten Sendung, die du moderiert hast, war das hier Platz 1 in England und Deutschland. Ich habe eine Weile gedacht, der Song heißt Always So Unkind. In Wahrheit heißt er natürlich Always On My Mind und ist von den Pet Shop Boys. War das ein Song, mit dem du was anfangen konntest, Kai? Pet Shop Boys? Ja, deine also, Baustelle? Ja, Pet Shop Boys waren natürlich dann in meiner Zeit, also sowohl quasi noch als User und hinterher als Moderator dauerpräsent. Vom Endverbraucher also zum Moderator. Nur vergleichbar mit Dieter Bohlen eigentlich in der Zeit, wo ich da unterwegs war. Ach so, okay. verstehe. Skurrile Auftritte habt ihr, glaube ich, alle erlebt. Bei dir wurde mir zugetragen, war es sehr lustig, als die Ärzte Radio Brennt performt haben. Wie erinnerst du dich daran? Ehrlicherweise jetzt nicht im Detail, aber es ist immer lustig gewesen, wenn gerade die Hosen da waren oder die Ärzte, die lebten ja dieses Punk-Sein damals noch richtig aus und sind ja eigentlich total, die sind immer noch, waren auch damals schon total nette Jungs eigentlich, hatten aber eben so die Attitüde, wir räumen hier mal ein bisschen auf und kommen hier nicht einfach rein und stellen uns dahin, sondern wir lassen es ein bisschen krachen und ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist bei Radio Brennt, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß immer nur, dass es sehr lustig war und wir hatten so eine kleine Bar in der Formel 1, also wo die Künstler dann was trinken konnten, meist auch was Alkoholisches
Authentisches und da ging dann immer schon was weg, wenn die Jungs da waren. Also die kamen auch teilweise direkt aus der Disse und zum Auftritt bei uns rein und da war immer richtig was los. Also die waren, glaube ich, nicht besonders lippensynchron und zwar absichtlich nicht. Ja. Und weil, vielleicht war das so eine kleine Kritik, wurde bei euch immer Vollplayback performt? Naja, es war dann immer so, klar, die Künstler versuchten natürlich am liebsten live zu singen, was aber vom Aufwand her natürlich was ganz anderes ist, als wenn sie Vollplayback singen. Und man muss sagen, dass 80% der Künstler, die in der Formel 1 waren, überhaupt nicht singen konnten. Also nicht so gut live singen konnten und das hat die Zeit hatten wir gar nicht. Ach, also, ihr wart ja noch vor der Ära, wo die Künstler gar nicht mehr selber gesungen haben. Da wäre ja, das dann also, eh nicht mehr gegangen. Nee, das war ein bisschen später. Wir haben halt so viel Zeit auch nicht gehabt. Also die Sendung wurde ja produziert an zwei Tagen. Einen Tag für Moderation und am zweiten Tag wurden zwei Bands aufgezeichnet und ein halber Tag für sowas, das haben die ja 10, 15 Mal gemacht. Ja. Da war überhaupt keine Kapazität, das live zu machen. Okay, wir stellen uns jetzt vor, wie die Herren Ärzte das sehr lippen- und synchron mit Absicht hier Vollplayback. Aber die können singen. Natürlich können die singen. Und wie? Aber manchmal wollen sie einfach nicht. So ist es. Radio brennt. Au, da wird gebellt. Ich hatte die Kikeriki-Version im Kopf, aber egal. Bisschen immer zu überraschen, die Typen. Wir kommen zu Depeche Mode. Da war ich ja damals wirklich total Fan. Ja, ich habe in meiner ersten Sendung mir gleich es mit allen Depeche Mode-Fans in Deutschland versaut, weil die haben damals eine Tour gemacht, Music for the Masses, will ich nicht vergessen. Und ich habe, wir hatten die Information, dass der Kartenvorverkauf sehr schlecht läuft. Und ich habe das gesagt, als Moderator habe ich gesagt, naja, von wegen Music for the Masses scheint ja nicht so gut zu laufen für die Jungs. Und was man heute so als Shitstorm betrachten würde, kam dann wirklich körbeweise in Postkarten und Briefformen und Beschimpfungen und das war meine erste Sendung und ich habe gleich gelernt, okay, eine Woche später, was passieren kann, wenn man Formel 1 moderiert und da etwas... War dir das wirklich nicht klar? Nein, das kann dir nicht klar sein. Du kommst da rein und sitzt dann auf einmal, alle Leute, die hatten schon drei Moderatoren durch. Ich war da eh das kleinste Licht, ja, ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, guck mal, da kommt jetzt der Kai, jetzt richten wir uns mal nach dem, sondern hinstellen, mach das, moderieren, ab die Post, ja, wir haben hier Feierabend in 3 Stunden. Wie böse war so ein damals Brief-Shitstorm? Also ich meine, wenn sich die Leute hinsetzen, ein Briefchen schreiben, eine Briefmarke investieren müssen und so, vielleicht war es ein bisschen reflektierter als heute, wo man alles einfach so mal eben zack posten kann? Ja, also wenn ich mir heute überlege, wir hätten damals schon Internet gehabt, was da los gewesen wäre, ja, das ist was ganz anderes. Ich glaube schon, also sich hinzusetzen und Gedanken zu machen und wenn es auch nur eine Karte ist oder einen Brief zu schreiben und dann eine Meinung loszuwerden, das ist schon was anderes. Aber es gab natürlich auch Briefe, wo einfach nur irgendwie du Arsch drauf stand. Ja, es ist, also man darf ja nie vergessen, dass... Es geht nichts über konstruktive Kritik. Ja, da kann man auch was mit anfangen Man muss sich wirklich als allererstes, wenn man diesen Job bekommt, wirklich drüber im Klaren werden, dass von der Frisur über die Klamotten, über deine Stimme, was du sagst, wie du es sagst, alles reflektiert wird von den Leuten. Ja, also die machen sich Nick Gedanken sagst, über nichts an, warum machst du das nicht und der mag die nicht oder Kylie Minogue war dauernd bei mir in der Sendung, das war ihre Anfangszeit und irgendwann haben die gesagt, die kommt nur, weil Kai da ist, die jedes Mal da rein und deshalb kriegt die auch einen Preis und deshalb irgendwie darf die da performen. Okay, ne? Verstehe. Wie sah es bei dir aus mit Heiratsanträgen? Ich war ein bisschen, also das war unerwartet für mich, dass Ingolf angeblich keine bekommen haben will. Du doch bestimmt, aber komm jetzt. Aber die Mädels waren natürlich damals alle, ich habe auch von Männern welche gekriegt, ehrlicherweise, aber die Mädels waren natürlich alle so 12, 13 und da war das Heiraten noch nicht, da war eher die Stufe davor, willst du mit mir gehen, Kreuz an, ja oder nein, war dann eher noch so ein bisschen, das war ja süß und die haben teilweise wirklich riesengroße Poster gebaut mit dem, also das Schlimmste ist, wenn du in der Bravo der Starschnitt warst einmal, ja, dann haben die Mädels angefangen so zu basteln, ja, aus deinen ganzen Bildern und haben die das dann zugeschickt. Aus deinen Körperteilen? Ja, alles und neu zusammen oder falsch zusammenzusetzen, irre. Und das hat mich auch überrascht. Ja, das hast ist so. Du was von damals behalten? Also so liebste, bezauberndste, berührendste Briefe, Postkarten aus der Zeit, so ein bisschen was? Naja, ich nicht, aber meine Mutter, die hat natürlich gesammelt, ja, wie Mütter das so tun und die hat wirklich zu Hause in meinem Elternhaus wirklich, also kein Raum, aber die hat so einen Schrank, da sind so ein paar Ordner drin und da sind die ganzen Sachen abgeheftet, ja, und das ist schon gruselig, wenn man das so sieht. Okay, guckst du dir gelegentlich alte Sendungen an? Also wir haben natürlich mit der Formel 1 schon ja mehrfach Wiederauflage jetzt gehabt, vor ein paar Jahren ja bei Kabel 1, jetzt wieder bei RTL Nitro. Also das Thema kommt ja immer wieder und zwangsläufig schaust du dann mal rein und sagst, hey, wie sah das denn aus? Und dann kommen so Erinnerungen hoch, irgendwie von ganz schrägen Drehs. Ich kann es mittlerweile besser als noch vor einigen Jahren. Also als ich aufgehört habe, 90 mit der Sendung, als die Sendung dann eingestellt wurde,
auch, konnte ich es gar nicht. Und da war auch Formel 1 das Thema Tod erstmal für 5 Jahre. Und dann kam es ja schon wieder, so die erste Welle Retro. Und jetzt kann ich es ganz gut. Ich finde es lustig. Okay. Wie sehr hast du dir Sorgen gemacht, als die Sendung vorbei war? Bist du in so ein Loch gefallen und hast gedacht, vielleicht war es das jetzt karrieretechnisch? Oder war schon klar, das ist ein super Sprungbrett, das geht auf jeden Fall weiter? Also bei mir war es wirklich so, dass ich nach einem halben Jahr ernsthaft überlegt habe, es sein zu lassen mit dem Fernsehen, weil es irgendwie auf einmal so eine Walze war, die über einen reingerollt ist und ich gar nicht wusste, ob ich das wirklich weitermachen will. Mhm. Habe aber dann weitergemacht und das war gut so und als dann das dritte Jahr anstand, war mir schon klar, das ist gar nicht so schlecht, dieser Job, und der macht richtig Spaß. Und ich hatte überhaupt keine Sorgen, weil die Formel 1 ging zu Ende und ich hatte da schon einen Vertrag unterschrieben beim WDR für eine Talkshow, für so eine Jugend-Talkshow, war so ein bisschen wie Thomas Gottschalk, na siehst du, na sowas, Musik und lustige Themen, und das wollte ich unbedingt machen, weil es was anderes ist. Nicht ganz weg von der Musik, aber was anderes. Und dann hat es eigentlich 25 Jahre relativ ordentlich funktioniert mit dem Fernsehen. Ja, ich glaube, das ist für euch alle, ihr kommt aus unterschiedlichen Ecken. Also vielleicht ist Radio bei den meisten irgendwann mal in der Karriere das verbindende Element gewesen. Aber ihr seid ja auch, wie wir jetzt erfahren haben, sehr, sehr unterschiedlich dazu gekommen und habt das auch sehr, sehr unterschiedlich erlebt. Das ist spannend. Das war Sinn und Zweck dieser Sendung unter anderem. So, wir haben vorhin einen Song kurz angerissen, beziehungsweise die Band dazu, die Depeche Mode. Hier ist also mein Lieblingssong von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist Fan, oder? Ich bin nach wie vor Fan. Hm. Ja, also ich meine jetzt mal ganz immer, die erste Fanliebe, die Band, die man als erster, für die man so richtig geht, die verliert man noch nie, oder? Nee, absolut. Welche wäre das bei dir? Bei mir The Sweet. Oh, die mag ich aber auch total gerne. Es gab ja so eine legendäre Hitparade im WDR damals mit Mel Sandak. Und, ja, die habe ich auch immer gehört. Ja, Mel Sandaks Hitparade, doch Mel an. So ist es. Und Sweet war die erste Langspielplatte, sowas gab es ja damals noch, die ich hatte, und die fand ich echt super. Oh, kann man heute aber noch hören. The Boy from Blitz und so. Mm. Ziemlich gut produziert, wenn man es so ein bisschen abstrahiert. Also es ist nicht so schlecht gealtert wie vieles andere aus der Zeit. Okay, trotzdem können wir jetzt so schnell nicht. Ja, jetzt machen wir mal die Depeche Mode. Das Erste. Zu Gast bei Radio 1. Formel 1. Formel 1. Mit Silke Super und Kai Böcking. Irre, wie die Zeit verfliegt. So ein halbes Stündchen bleibt uns noch. Ja, ich könnte das die ganze Nacht durchziehen mit euch. Aber das super macht so Böcking. Dermaßen viel Spaß. Super Böcking ist einfach klasse. Kann was, ne? Als Vorname wäre das super. Ja. Also das, den zu haben. So, ja, musst du mit deinen Eltern noch mal reden. Vielleicht geht da nachträglich noch ein bisschen was. Schon. Eurythmics. Oh ja, die Annie Lennox, mein Lieblingsinterview. Ich muss das immer wieder sagen, ich habe die Geschichte sicherlich schon ein paar Mal erzählt, aber ich bin da wirklich in eine Falle getappt, weil das war in einer meiner ersten Sendungen, und Annie Lennox da sitzen zu haben, da geht man natürlich hin mit dem Regisseur damals und der Redaktion und sagt, was fragt man denn? Und ich weiß noch wie heute, dass irgendjemand sagte, Mensch, frag dir doch einfach mal, ob das wahr ist, was in der Bravo steht, dass sie was mit Michael Jackson hat. Und wenn ich jetzt schon damals einigermaßen clever gewesen wäre, hätte ich gesagt, sag mal, ich hab's wohl nicht mehr alle. Ich kann ja nicht Annie Lennox fragen, ob die was mit Michael Jackson hat. Doch, mach das mal. Das ist eine super Idee, Kai. Und dann saßen wir da und dann saß diese wirklich bildhübsche englische Lady vor mir und ich als totaler Depp frage sie das wirklich. Und man sieht auch heute noch, wenn man diese Szene so sieht, dass ihr das Gesicht anfängt zu entgleisen, sie es aber wieder hochzieht und dann in ihrer sehr, sehr britischen Art nur sagte, nein, sie hätte noch nie drüber nachgedacht, mit Michael Jackson ins Bett zu gehen. Die schöne Annie Lennox. Aus damit. Hat schon fertig gesungen. Wir haben hier noch ein bisschen über der Musikreihenfolge gebrütet, weil vor lauter netten Geschichten, wir kriegen das ja alles gar nicht gespielt, was wir hier vorbereitet haben, Herren. Diese ganzen Formel-1-Geschichten kriegst du in Tage nicht rein. Ja, das ist das Schöne, wenn wir uns hier mal treffen, wir alten Kollegen, und dann einfach so ein bisschen sagen, was hast du denn damals erlebt? Und das ist schon ganz, ganz cool. Hat einer von euch schon ein Buch drüber geschrieben? Und ich habe es überlesen? Nee, es gab ein paar Formel-1-Bücher, aber so richtig, das wäre ja auch immer nur ein Teil gewesen. Wir müssten uns vielleicht mal zusammensetzen und sagen, okay, wir machen mal die besten Geschichten für alle. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch genug Fernsehsendungen, die uns immer wieder danach fragen, was damals passiert ist. Naja, genau. Aber ich finde das auch wirklich Hammer. Aber wann hat man schon mal die Möglichkeit, dass ihr alle vier quasi so...
Ja, das ist und da allem, seid und, ja. und Spaß habt und das war mir echt schon mal, ich sag's jetzt schon mal, große es, Freude, bevor uns nachher die Zeit wegläuft. Es ist wirklich auch so, dass wir mittlerweile sehr oft zu viert was machen, ja, so eingeladen werden wie heute und wir mittlerweile echt auch Spaß untereinander haben und einfach sagen, hey, ist doch cool, dass wir uns mal wiedersehen und müssen wir dringend machen, lass uns nicht so lange warten und das ist eigentlich sehr schön. Wo hat man das schon in der Fernsehlandschaft? Aber irre, dass eine so dermaßen wichtige Fernsehsendung, auf der auch echt Druck ist, die so viel bewegt hat in euren Karrieren, dass das nicht dazu geführt hat, dass ihr euch irgendwie doof findet, sondern dass das sich alles gut ausgegangen ist. Ich meine, gut, jemand hat entschieden, er macht das nicht weiter. Jemand Neues musste natürlich kommen, aber trotzdem hätte es ja sein können, dass ihr nichts miteinander anfangen könnt. Und das Gegenteil ist der Fall. Also die drei, die jetzt nicht hier bei mir im Studio sitzen, sitzen bei uns in der Sitzgruppe, vergnügen sich leider inzwischen ohne Käsekuchen, okay, wie wir weg, erfahren ja? haben. Ja. Das funktioniert gut. Wir kommen zurück zur Musik. Du hast von der langen Liste, wir haben gerade geguckt, was wir schon mal so wegstreichen und was wir noch schaffen könnten. Du hast gesagt, Ofra Haser würdest du total gerne thematisieren und auch mindestens anspielen. Warum? Ja, Ofra Haser war so eine Geschichte. War das so eine Zeit, wo so ein bisschen ethnische Lieder aufkam, Ende der 80er Jahre. Und Ofra Haser, eine wirklich unfassbar bildhübsche Frau, kam ins Studio und hat dieses Imni in Alu gesungen und wir waren schwer beeindruckt, weil die wirklich, wirklich singen konnte. Und deshalb Ofra Haser, weil es so auf meiner Liste verlorene Menschen ist, die ist ja leider ein paar Jahre später gestorben unter sehr mysteriösen Umständen und es sind so einige aus dieser Zeit, die es natürlich nicht mehr gibt, ja, die nicht mehr da sind. Und gerade bei ihr ist immer so, immer wenn ich das Lied höre, sage ich so, ey, es war so eine tolle junge Frau mit einer begnadeten Stimme und dann, so schnell kann das Leben zu Ende sein. Dann ein paar Jahre später war es dann auch. Hier ist der Song. Der Anfang ist alleine schon spitze, ja, ne? Großartig. Gänsehaut. Ja, wir lassen sie mal alleine singen. Du genießt deine Gänsehaut. Die Hörer den Song. Schon noch schön. Ja, großartiger Song. Kann man immer noch hören. Klingt auch noch gut, ja. Absolut. Man muss auch sagen, die Musik damals, Ende der 80er Jahre, war natürlich schon so produziert, modern, mit Synthesizer und da ging schon richtig was. Und also diese Qualität der Musik geht heute wunderbar noch. Ja, aber auf jeden Fall. Quietsch, quietsch. Frau Tücking ist in der Haus. Wir müssen noch ganz, wo Steffi gerade neben mir steht. Meine erste Moderation war übrigens nicht die erste Moderation in meiner ersten Sendung, sondern wir beide haben zusammen im Dezember, bevor ich eigentlich anfing, haben wir eine Sondersendung zum Thema AIDS kam ja damals auf. Und ich muss die Geschichte erzählen, Steffi, okay, weil sie ist wirklich legendär. Man muss sich vorstellen, ein junger, aufstrebender Moderator, noch nie Fernsehen gemacht, neben Stefanie Tücking, die ich damals schon sehr gemocht habe. Und wir sollen den jungen Menschen erklären, wie das ordnungsgemäße Anlegen eines Kondoms. Und die junge Dame der Ausstattung hat sich ein bisschen in der Größe vertan. Hat irgendwie den Stock einfach ein bisschen zu groß ausgesucht. Und wir beide haben mindestens 3-4 Mal versucht, dieses Ding da drüber zu kriegen. Es platzte, sprang weg und sonst was. Sensationell. So begann meine Fernsehkarriere. Wir haben einen Besenstiel abgeschnitten, haben den auf ein Holzbrett genagelt und haben gesagt, da müsst ihr jetzt dieses Kondom, diese Lümmeltüte drüber ziehen. Und es war schlicht nicht möglich. Und wir zwei haben uns da abgemüht in Schwarzlack mit Geschmack, ja, ja, mit Noppen, die flogen alle durch die Gegend. Und dann vor allen Dingen moderieren dann immer so ganz seriös. Ja, jetzt wollen wir es mal ganz wichtig und Schutz und sowas. Und dann weißt du, wenn dir innerlich die Tränen vor Lachen durchs Gesicht laufen und du immer noch ein ernstes Gesicht machen musst, weil es geht ja um AIDS. Da hat Kai wahrscheinlich gedacht, ich muss das Ganze nochmal überdenken. Ich fand Fernsehen dann toll. Doch, in dem Moment fand ich es super. Ja? Wenn das so weitergeht, habe ich gedacht, dann ist es dein Job. So, mal gucken, ob ihr Radio noch toll findet, wenn wir hier mit unserem Quiz durch sind. Ihr habt euch für das Finale qualifiziert. Schon mal herzlichen Glückwunsch. Es geht um einiges, nämlich um das Originalmodell einer vollständigen, wenn auch sehr kleinen Isetta. Ich darf vielleicht nochmal für alle Hörer, die nicht zu Beginn der Sendung eingeschaltet haben, Gott, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es davon welche gibt, sagen, die Isetta war ja in echt ein tolles Auto, das in Einzelteilen am Anfang von Formel 1 jeweils an die Nummer 1 der deutschen Teile Charts, davon, genau. Genau, per Teil mit Aufdruck und in der Woche Nummer 1 in den deutschen Charts verschenkt wurde. Habt ihr jemals einen Teil von denen wiedergesehen? Nee, ich nicht, du? Das war doch bei uns schon gar nicht mehr, ne? Bei dir auch schon nicht mehr, nee, oder? Nee, aber kann ja sein, dass irgendjemand das nochmal mitgebracht hat, so aus sentimentalen Gründen oder ihr mal, weiß ich nicht, im Laufe eurer Karriere bei irgendwem eine Homestory gemacht hat und über so einen Autoscheinwerfer gestolpert seid. Nee, okay. Gut, dann steigen wir einfach ein ins Quiz. Spiele kennt er ja schon, sind dieselben, nur andere Lösungen. Ha. Okay. Gegen Stefanie kann man nicht gewinnen. Doch, ja, jetzt konzentrier dich mal ein bisschen. Mach mal so Fokus und so, dann du hast eine Chance. Ach, ich weiß nicht. Sekundenhit. Welcher Song ist es, von wem?
War nicht so leicht. Können wir das nochmal hören? Na, ich weiß nicht, ob ihr das nochmal hören könnt. Da müsste ich ja mal meinen ganz generösen Tag haben. Ich muss mal eben sehen. Das ist technisch gar nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Wir können es nur noch das eine Mal jetzt hören. Ne? Mhm. Okay, hier kommt er. Das klingt wie was von Modern Talking. Ja, oder Blue System oder so. Ich weiß nicht, also ich kenn's nicht. Also okay. Ich auch nicht, ich passe. Ja, es wäre gewesen World in My Eyes von Depeche Mode. Fast also beim Song wäre sogar, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, als wirklicher Depeche Mode Turbo-Fan in der Jugend, bei dem Song wäre ich mir nicht ganz sicher gewesen, aber nach Depeche Mode Keyboard finde ich hat es ein bisschen. Aber schön, naja, dass Stefanie dran gedacht hat, das könnte was von Modern Talking sein. Ja, wir haben es thematisiert, verstehe, dass es so auf so einer Subebene ist, so abgespeichert, glaube ich. Es wird was gelesen, was übersetzt ist und das Original ist Englisch, das darf ich vielleicht verraten. Wir hätten gern gewusst, was es ist und von wem. Ich versuche darüber zu lachen, alles mit Lügen zu verdecken. Ich versuche darüber zu lachen und verstecke die Tränen in meinen Augen. Dancing with tears in my eyes. Nah dran, schon gut im Thema, teilübersetzt, aber nein. Würdest du was nachlegen wollen? Wow, Frau Tücking deckt total nach. Ja, ich hätte gedacht, kommt nichts bei raus. Okay. Oder Teardrops könnte es auch sein. Ja, Womack and Womack. Ist es auch nicht. Ah, A Shot in the Dark Productions proudly present. Herr Göpping versucht, was geht. Er will das Auto wirklich haben, aber es war das hier. Die Tücking zu schlagen hier, das wäre sensationell. Ja, der Druck, ne? Ja. Okay. Cure. Boys Don't Cry. Ey, das ist ja alles... Schwierig. Ich kann euch die schönste Cure-Geschichte aus der Formel-1-Zeit erzählen. Ich war nämlich mal da zu meiner Zeit und vor der Halle 10 stand nicht eine Isetta, sondern so ein anderer kleiner Karch, so ein Fiat 500. Und der war zugeschweißt, weil das haben sie so als Deko-Auto benutzt. Aber es war ein Original-Auto, halt nur die Türen waren zugeschweißt und die Fenster nicht mehr drin. Und dann fingen, die waren ja alle nicht besonders schlank, ne, bei The Cure. Die waren ja schon leicht angemoppelt, ne? Ich kenne die nur aus dem Fernsehen, da sahen die irre schlank aus. Ja, das ist, weil die nur schwarze Klamotten anhatten. Es relativiert sich, wenn vier von denen dann versuchen, durch das Seitenfenster eines zugeschweißten Fiat 500 durchzukrabbeln, was die auch geschafft haben. Die sind zu viert da reingekommen, aber die kamen nicht mehr raus. Nicht wieder raus. Nein, die kamen nicht mehr raus. Die Haare, lass mich raten, die Haare von Robert Smith haben es blockiert. Die sind einfach hängen geblieben. Die waren so krank. Diese vier riesigen Bären schoben sie in dieses Auto rein und alle haben gelacht. Und dann kamen die aber irgendwie... Es gibt Leute, die sagen, es wäre besser gewesen, sie wären drin geblieben. Ja, die Leute gibt es. Jetzt kommen wir doch nicht so. So, komm jetzt. Okay, es steht 0-0, ne? Ja, ja. Also klar. Diese Frage könnte es entscheiden. Und zwar hören wir einen Song rückwärts. Das kann ich nicht. Welchen und von wem? Wart's doch mal ab, vielleicht ist es gar nicht so schwer. Das war, glaube ich, zu Ingolfs Zeit. Der kommt immer mal wieder. Der kommt immer mal wieder. Das ist ein bisschen so das Last Christmas des Radsports. Das Last Christmas des Radsports. Des Radsports. Ja, also mehr helfen kann ich jetzt aber nicht. Achso, Queen, Bicycle Race. Nein. Jeder amerikanische Künstler beruft sich am Ende des Tages, also wenn er muss, auf eine deutsche Band. Ach, Kraftwerk. Oh ja, und da hätten wir... In welcher Hand ist das Feuerzeug? Okay, es ist ein Witz, der sich im Radio nicht erklärt. Ich habe gerade... Ich hatte doch schon... Nee, Autobahn, wir waren doch bei... Das Model? Autobahn? Tour de France. Also Radsport, verstehst du? Also, hatte ich doch schon gesagt. Ja, gut, 0-0. Ihr macht es aber echt spannend. Man muss aber sagen, ne? Ist aber ein sehr, sehr anspruchsvolles Quiz. Müssen wir den Gewinn vielleicht auch noch durchsehen? Ich habe mich auf Marianne Rosenberg oder so vorbereitet und dann komme ich jetzt sowas hier. Ja, da hast du dich offensichtlich nicht auf mich vorbereitet, wenn du mit Marianne Rosenberg... So, jetzt sind wir mal super. Dann müssen wir eine Schätzfrage entscheiden. Ja, schön. Okay, komm. Okay, ihr dürft unter euch selber ausmachen, wie ihr das macht, weil einer müsste eine Zahl vorlegen und der andere dürfte dann sagen, mehr oder weniger. Da kann man jetzt drüber streiten, was einfacher ist oder auch nicht. Ich fange an. Wie viele Formel 1 CD-Compilations sind seit 1983 erschienen? Ich sage mal 10. Drüber. Ja, Frau Tücking hat aber locker gewonnen. 49. Ja, also ich glaube unsere Super-Promotion-Maschine, Herr Illmann, hätte das aber mal, da hätte der gar nicht gezögert, da hätte man sich gar nicht für mehr oder weniger entscheiden müssen. Wir sollten das nochmal erwähnen, dass es eine neue CD gibt und eine neue DVD. Diese Isetta.
Du und hast... Ich habe die Isetta. Ja, so sieht es aus. Und mit was? Mit Recht? Herzlichen Glückwunsch. Ich habe doch alleine mindestens für 10 von diesen Compilations Werbung gemacht. Für wie viel hast du Werbung gemacht? Ja, stimmt. Ja, ja, die gehören alle dazu. Ja, das macht man, doch wo man 10 Sekunden Zeit hatte, 70 Titel unterzubringen. Genau, ne? Das war das, ja. War das, ah, also, wir dürfen kurz zusammenfassen. In unserem herrlichen Formel-1-Moderatoren-Quiz hat gewonnen Stefanie Tücking, zweiter, Kai Böcking. Du, aber ich war. Ingolf Dritter. Na, sagen Peter wir mal so, es ist ein bisschen schal, der Sieg, also mit einer blöden Schätzfrage. Oh, ja, aber vom Wissen her, das passt schon. Wir müssen mehr Käsekuchen ranschaffen. Wir brauchen mehr Käsekuchen hier. Für Peter. Käsekuchen so, nur für Peter. Wir haben noch ein weiteres Set für unsere Hörer, bestehend aus gestern veröffentlichter CD und DVD-Box. Wir müssen das mal hier ein bisschen leiser machen. Ich kann dir sagen, wofür ich die ist. Also wir waren Gleichstand, wir wussten gar nichts. Da wird im Background ein bisschen erzählt, damit Sie aber gut verstehen, worum es jetzt geht. Nämlich jetzt wird es für Sie interessant, komplett mit allen Unterschriften von den Vieren versehene CD-Box und DVD-Box, niegelnagelneu, gestern veröffentlicht, wäre für Sie zu gewinnen. Mit einer allerdings, muss ich sagen, recherchefreudigen oder sehr, sehr schwierigen Frage für Kenner. Alle vier Moderatoren haben einen zweiten Vornamen. Wenn Sie von einem der vier einen zweiten Vornamen rausfinden können oder einfach aus dem Handgelenk wissen, dann sollten Sie anrufen. Das genau wollen wir von Ihnen nämlich wissen. Unter der 0331 70 99 111. So. Jetzt ruft meine Mutter alle an, wieder auf dem neuesten Stand. Ah, okay, verstehe. Und dann hatte wieder eine CD zu Hause. Ich dürfte schon sagen, es war mir ein totales Fest und es war mindestens so schön, wie ich es mir in den letzten Wochen schon heimlich vorgestellt habe. Ja, also wir kommen auch gerne wieder nächsten Samstag. Wir würden das gerne nochmal weitermachen. Wir wollen das auch regelmäßig eigentlich machen. Da können wir mit Robert echt mal ins Gespräch kommen, ne? Ja. Ich fände es also, ein super Plan. Haben wir noch ein paar. Ja, ich glaube auch, da ist noch lange nicht alles erzählt. Und vor allen Dingen kann ja Peter nochmal, Peter, wann läuft nochmal die erste Sendung bei? ich muss Musik anmachen, ich muss jetzt mal Musik anmachen, das ist wirklich Manometer. Lass dich doch von dem Jungspund nicht so verarschen. Ja, das wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass ich bei weitem der Jüngste bin in dieser Runde. So, Ingolf hat inzwischen auch den Weg zum Mikrofon gefunden. Guck mal, süß. Das hätte ich nie gedacht, dass du so verschämt hinten in der Ecke stehst und gar nichts sagst. Ich bin wahnsinnig zurückhaltend. Du bist so ein schüchterner Mann, ne? Ich habe Facebook-Kommentare gelesen. Und die waren? Ja, also Kai hat mehrere Heiratsanträge gekriegt währenddessen. Schon wieder? Ja. Du inzwischen denn jetzt mal bitte auch? Nein, ich noch nicht. Aber immer noch zu jung. Fernsehangebote. Noch ein bisschen. Ja. Was noch sagen auf. Sie denn über mich? Das lesen wir gleich bei einem Stück Käsekuchen, würde ich sagen. Da ist ein kleines Problem. Ja, das werde ich mir jetzt mal angucken. Ich konnte ja hier nicht raus. Das habt ihr ja euch geschickt überlegt. Wer weiß, wie es da vorm Studio so aussieht. Das werde ich jetzt mal inspizieren. Sage aber sehr, sehr, sehr herzlichen Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Sendung und die wäre natürlich nicht mal ein Viertel so schön gewesen, wenn ihr nicht da gewesen wärt. Dankeschön an Peter Illmann, Ingolf Lück, Stefanie Tücking, Kai Böcking für diese Formel 1 Spezialsendung, die mir enormen Spaß gemacht hat. Vielen Dank. Danke. Ach, es war so herrlich. Ein bisschen Musik kennt man noch. Tom Steiner, Susan Vega an DNA. Herr Böcking, noch was anzumerken dazu? Nee. Coole Nummer und war in meiner Zeit. Ja, glaube ich. So, das haben wir jetzt davon. Das oder habt was? Ihr davon. Nee, es ist ja jetzt meine Stunde. So, ja. Ich darf jetzt nochmal was sagen, weil es meine. Ihr durftet auch in eurer Stunde auch. Ich sag jetzt einfach, es war in meiner Zeit, geiler Song. Und danke, dass wir hier sein durften. Nee, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie gesagt, es war mir ein großes, großes Fest.